Welcome to Crack House. Crack House. Der Kochradiosendung mit Fabse und Felix. Hallo Fabse. Hallo Felix. Und na? Heute mit den Seapunks. Mit Gerson und Raphael. Mahlzeit. Guten Tag. Hallo Gerson, hallo Raphael. Und zum ersten Mal, liebe Zuhörerinnen, die uns natürlich alle hier kräftig verfolgen und unsere größten Fans sind. Ihr könnt uns sehen, also zum zweiten Mal. Widerlich. Ja. Der Schock ist nur halb so groß. Der Schock ist nur halb so groß, wir sehen gar nicht so schlimm aus. Man sieht, wir sind unterschiedlich groß alle. Ne? Also so. Studios geschrumpft. Ja. So, und wir haben heute uns gedacht, weil wir sind heute ganz großzügig eingeladen worden von der MS Stubnitz auf ihrer. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte Kombüse. Ah, vielen Dank. Hier kommen die maritimen ja. Profis. In der, hat er zu mir gesagt? Ja, ja, genau. Sehr geil. In der Kombüse der MS Stubnitz, die haben uns eingeladen, hier zu kochen. Genau, deswegen auch den Sektkorken nicht fliegen lassen. mit den Seapunks. Ne? Und wir haben ganz maritim gedacht, wir machen Borscht. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein osteuropäisches Gericht, was es über Polen, und jetzt bin ich hier so märchenonkelmäßig mit meinem Buch, was es so von Polen bis nach Lettland gibt. Und Borscht ist eine Kohlsuppe Und wir machen das heißt im Grunde genommen einfach Kohl, ne? Unser lieber Freund Ludwig hat uns das so übersetzt. Genau. Weil wir uns nämlich gefragt haben, ob Borscht irgendwas Bestimmtes bedeutet, und er sagte, es heißt einfach nur Kohl. Ja. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Nationalitäten, die dementsprechend darauf erpicht sind, dass der Borscht daherkommt. Ja, aber ist das auch in allen slawischen Sprachen dann das gleiche Wort? Oder? Nee, ich habe es ja, einmal so aufgeschrieben. Es ist Borscht, einmal mit B-O-R-S-C-H-T-S-C-H. Es ist einmal B-O-R-S-H. Es ist einmal B-O-R-S mit so einem dreieckigen Hut oben drauf und einem C mit einem dreieckigen Hut oben drauf. Dann ist es B-A-R-S-Z-C-Z. Und dann habe ich aufgehört, drauf zu schreiben. Da gab es noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber im Groben ist es eigentlich alles cool ist, ja. Am Ende ist es alles Helmut. Ja. So, ja, schön, dass ihr da seid. Oder Hannelore. Schön, dass ihr da seid. Oh. Hi. Und für alle, die uns nicht regelmäßig verfolgen, lese ich jetzt einmal die Einkaufsliste vor. Weil, liebe Zuschauerinnen, muss ich ja jetzt sagen. Ja. Kannst du richtig schön den Einkauf präsentieren. Die Leute sehen uns ja jetzt. Ja, ja, ich lese es trotzdem lieber vor. Also ihr solltet haben für so 4 bis 6 Personen, wir haben ein bisschen mehr, weil wir hier noch für die ganze Crew kochen werden, 2 rote Beete. Ich sag direkt mal dahinter, was damit gemacht wird. Die sollten geschält und in kleine Streifen geschnitten werden. 4 Möhren in Scheiben, 700 Gramm Weißkohl in Streifen, 4 große Kartoffeln gewürfelt, 1 kleines Stück Sellerie klein gewürfelt, 2 Knoblauchzehen gepresst, 1 Gemüsezwiebel gewürfelt, 2 Lorbeerblätter, 2 Esslöffel Petersilie gehackt, 4 Esslöffel Tomatenmark, 1,5 Liter Gemüsebrühe, Salz, 10 Pfefferkörner schwarz, 1 Esslöffel Zitronensaft, etwas Margarine, 250 Gramm Soja-Joghurt, ungesüßt. Joghurt. Und Brot als Beilage. Und dann haben wir ja jetzt alle erstmal zu tun, um die rote Beete zu würfeln und so. Das mache ich, während Fabse und ihr euch vielleicht ein bisschen unterhaltet. Ich würde noch eine Sache dazu fügen. Wir haben ja dieses Mal noch ein paar, ich habe ja vorher mir noch Profi-Borscht-Tipps geholt. Also falls ihr noch da habt, ein bisschen Apfelessig wäre ganz schön. Ich glaube, wir haben jetzt noch Bohnenkraut und Majoran haben wir jetzt, glaube ich, noch. Und Wacholderbeeren nicht vergessen. Und Wacholderbeeren, ja. Genau. Also man kann, aber im Grunde genommen kann man eigentlich tatsächlich sich so auch so ein bisschen wieder DIY-mäßig in seinem Gewürzregal bedienen, und am Ende wird es halt auf jeden Fall gut sein. Stimmt, wir haben auch noch ein bisschen Fenchelsamen, haben wir auch dieses Mal noch dabei. Das reinknallen, was noch da ist. Im Grunde genommen ist es ja auch, also es ist ja wirklich auch ein Rest der Essen. Im Grunde genommen. Und die Profiköche wissen das, die Amateure unter euch nicht, Köchinnen wissen das, die Amateure unter euch nicht. Ich werde mir Latexhandschuhe anziehen, um die rote Beete zu machen, damit man nicht so rote Finger danach hat. Ne? So macht das verstehst Profi du das. An Seapunks nicht, Felix. Ja, moin. Mahlzeit. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Ich bin ja schon hart informiert. Ich weiß nicht, wollen wir einfach mal anfangen, wer ihr eigentlich seid, wo ihr herkommt, und dann kommen wir mal zu eurer Schnapsidee, die mittlerweile ziemlich greifbar real geworden ist. Ne? Das kann man so sagen.
Mach du, ich hab keinen Bock. Ich hab schon angeboten, ich hatte den, war eure erste. Aber ich kann ja, wir können es ja anders aufziehen. So. Also wer von euch ist erstmal auf die Idee gekommen, überhaupt ein Boot zu kaufen? Nee, das ist ein sehr guter Einstieg. Nee, pass auf, ich möchte jetzt mal gleich so anfangen. Ich wollte ich sollte es machen. Ja, ich fand die geile Idee, weil es ja eigentlich eine Radioshow ist und den stillen Gast, die Idee fand ich super eigentlich. Also, ey, das ist meine Position. Einen stillen Gast im Radio ist echt die perfekte Idee gewesen. Ja, das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass wir häufig Freunde hatten, die das Konzept geil fanden und dann immer gesagt haben, ich würde gerne mitessen, habe aber keinen Bock, was zu sagen. Und dadurch ist der stille Gast dann entstanden. Der Hammer. Und es gibt tatsächlich mittlerweile auch schon so eine Fanbase für bestimmte stille Gäste. Es gab eine, den Namen haben wir immer noch nicht gesagt, ne? Aber es gibt auf jeden Fall eine Lache, die ziemlich immer wiederkehrend halt. Der nicht ganz stille Gast. Also da kam wirklich, es hat sich keiner für die Sendung interessiert, es kam eigentlich immer nur so, ey, voll geil, aber wer lacht denn da so geil im Hintergrund die ganze Zeit halt irgendwie. Geil. So. Deswegen, nee, aber wirst du leider nicht der stille Gast werden, es tut mir leid. Das ist schon vorbei, ja. Ja, zu spät, versagt. Ja, aber du sagst es ja schon, der Anfang eigentlich mal, also wie kommt man auf eine Idee oder wer von euch ist denn überhaupt auf die Idee gekommen? Also ich meine, ich kann ja nochmal kurz vorgreifen, ihr seid im Grunde genommen drei Brüder, ihr seid zwei von den dreien sind jetzt hier bei uns. Genau. Und so wie ich das so ein bisschen mitgekriegt habe, habt ihr eigentlich Schnapsidee, das heißt, ihr saßt in der Kneipe und wer von euch ist dann irgendwie um die Ecke gekommen? Es war noch viel besser, also wir saßen nicht in der Kneipe, sondern im Wohnmobil. Wir sind so ein bisschen verstreut inzwischen, also wir kommen ursprünglich aus Norddeutschland, beziehungsweise wir beide sind in Norddeutschland geboren, unsere Eltern sind auch in Norddeutschland zum Teil aufgewachsen oder stammen daher. Sind aber inzwischen verstreut, weil Raphael irgendwann zurückgegangen ist nach Norddeutschland. Ich war zwischenzeitlich in Berlin. Benny ist eher in Rheinland-Pfalz geblieben, wo wir aufgewachsen sind zusammen. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, mit unserem Vater halt einmal im Jahr so ein Wochenende zu verbringen, dass man sich mal auch alle so auf einem Haufen wieder sieht dann. Und das war dann letztes Jahr im Herbst, das war das verlängerte Wochenende um den Tag der Deutschen Einheit, wo wir dann gemeinsam Urlaub gemacht haben und haben dann halt ein paar Bier getrunken. Und Raphael hat mit seinem damaligen Job so ein bisschen gehadert. Es war halt, wir haben uns, wo haben wir uns getroffen? Münster. Münster war es. Münster, genau. Wir haben uns halt überlegt, halbe Strecke irgendwo, ne? Und dann, war dann Münster die Idee und mein Vater hat ein Wohnmobil, ich wohne im Wohnmobil und dann haben wir uns da dann getroffen und Benny und Gerson haben sich dann halt auf die restlichen Schlafplätze verteilt. Genau, und dann ist der Abend ein bisschen später, ein bisschen länger geworden. Ja, und irgendwann, Raphael ist Schiffsmechaniker und hat ja, dann kommen wir jetzt der Sache näher, wo das Know-how herkommt. Genau, also es kam jetzt nicht, ist nicht so, dass irgendwie hier so ein paar Landratten jetzt gesagt haben, wir kaufen ein Schiff, sondern wenigstens einer ist da Profi. Und Raphael hat mit seinem damaligen Job so ein bisschen gehadert und hat halt sich nach Alternativen, wie er seine Ausbildung anderweitig nutzen kann, umgeschaut. Und hat dann nach einem Schiff gesucht, mit dem man mehr oder weniger Yachten abschleppen kann. Yacht in die Werft bringen, Yacht in einen anderen Hafen verlegen, ja, solche Dinge. Also es war noch ein bisschen banaler, es war halt, ich habe mit meinem Womo am Nord-Ostsee-Kanal geparkt zu der Zeit. Also ich habe für die Bullen gearbeitet, habe deren Boote instand gehalten. Weil das sind ja nur Beamte, die ziehen ihre Uniform nicht aus, machen sich nicht dreckig, also habe ich das für die gemacht. Und habe dann direkt neben der Polizeiwache am Nord-Ostsee-Kanal gewohnt im Womo. Und dann legte dann nachmittags dann, nachdem ich Feierabend hatte, Bierchen in der Hand, legt dann da ein sehr alter Schlepper an. Tippitoppi in Schuss. Und ich dann so, oh, schickes Ding, ne? Steigen zwei Dudes aus und ich so, oh, gehst mal hin, ne? Und dann bin ich da hin, ne? Ich so, oh, hübscher Museumsdampfer. Und dann hat der Kerl mich mir erstmal richtig zur Sau gemacht, hat gesagt, von wegen Museumsdampfer, damit verdiene ich mein täglich Brot, hast nicht gesehen. Ich so, hey, das ist cool, ne? Erzähl mir mehr. Und dann hat er mir das erklärt, dass er so, ja, von wegen, es gibt da die großen Schlepperfirmen, ne? Also Firmen, nicht Schleppervereine, das ist nochmal was anderes, die haben halt keinen Bock auf die kleinen Jobs. Und ich mache halt die kleinen Jobs, ne? Mit meinem gut instand gehaltenen Museumsschlepper. Und ich dann abends in der Koje gelegen und dann einfach mal nach alten Booten, alten Schleppern geguckt, ne? Einfach so mal ein bisschen gedaddelt. Und da hatte ich das erste Mal den Dampfer, der jetzt sich Rise Above schimpft, gesehen. Aber
nur gesehen, oh, cooles Ding, günstig, weiter gescrollt, ne? War nicht so das Thema. Ja, und das, die Story hast du dann halt da nochmal erzählt. Ja. Und dann hat das Schiff so gezeigt. Und ich hatte irgendwie, das war ja Oktober. Und da war irgendwie, in dem Sommer war die Geschichte mit der Sea-Watch 3, wo die festgesetzt wurde, genau. Die Carola-Rakete, die, die große Geschichte. Und die gescheiterte Civil Fleet. Genau, das war alles in dem Sommer. Genau. Und Raphael zeigt halt das Bild und es ist so dieses okay, blaue, weiße Decks aus und dann hinten irgendwie lange Fläche und ich so, sieht aus wie so ein Seenotrettungsschiff. Nee, es war andersrum. Nein, das war andersrum. In deinem Kopf scheinbar? Ja. Nein, ich brauche Hilfe, ich glaube, die machen das. Nein, rein. Wir kamen auf das Thema Seenotrettung. Nee, hier läuft schon irgendwie. Ich bin aber herrlich entertained, keine Sorge. Ja. Also das ist halt das Geile, wenn man Geschwister einlädt. Ja. Also, schade, dass der dritte den auch. Wir hatten jetzt, wir haben uns ja auch davor, haben wir uns ja echt selten getroffen. Es war wirklich nur dieses einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder so. Ne? Wenn überhaupt. Genau. Genau. Und mit der Aktion ist es halt wirklich so, dass wir dauernd aufeinander hängen und es kommt jedes Mal, wenn wir wieder aufeinander hängen, plötzlich so die ganzen Kindheitserinnerungen, wie extrem die sich beißen, ne? Also dann von jeder Geschichte gibt es mehrere. Ja, genau, das ist echt krass. Das ist wieder bei der Selbstwahrnehmung, ne? Ja. Und ich bin der Meinung und ich habe recht, weil dann sind die alternativen Fakten, dass es so rum war, dass wir auf das Thema besoffenes Gelaber kamen, auf das Thema Seenotrettung, die Themen. Und da habe ich gesagt, ey, du, pass auf, ich habe da mal ein Boot gesehen, was aussah wie ein Seenotretter und habe euch das dann ausgesucht und gezeigt. Ich glaube, das ist so rum, war das erste Thema Seenotrettung auf dem... Nee. Ich glaube, aber es ist... Fuck. Aber ich hatte auch einen Tee, das kann auch... Ja, das kann auch... Hatten wir alle. Aber das ist am Ende ist auch nicht entscheidend. Also am Ende war es wirklich so ein bisschen diese Optik von diesem Schiff, die so dieses, ey, Seenotrettung und dann... Prädestiniert für wahr, genau. Es war so ein visuelles Ding auf jeden Fall und irgendwann war dieses, wie wär's? Genau. Das könnten wir machen. Genau, und dann gleich im Suff dann weiter philosophiert, das könnte und bla und bla und blub. Es ging noch ein, zwei Stunden mit Sicherheit weiter, wo wir dann angefangen haben schon rumzuspinnen, was wäre, wenn wir dieses Schiff kaufen würden. Mhm. Könnte man das machen, will man das machen, wäre das möglich? Und dann war der nächste Schritt, war dann... Ja, am nächsten Morgen war dann. Da war so ein bisschen... Da war dann das Kater, ne? Kennt jeder, ne? Du hast schön in der Kneipe die beste Idee deines Lebens. Am nächsten Morgen bist du wieder nüchtern und denkst so... Und nein, fuck, Alter, was eine Träumerei, weißt du? Wir haben das Schiff gekauft. Nein. Ja, genau, nicht so eher so... Ja, geil. Mein Konto ist im Minus, warum? Ja. Ja, so ich habe hier irgendwie so eine Überweisung bei PayPal, wer ist denn MS Lara? Ja, ja, genau. Aber dann diesen Schritt zu finden und zu sagen, dann im nüchternen Zustand, ja, lass uns den Gedanken weiterverfolgen. Ich glaube, das war das. Genau, wir waren uns am nächsten Tag auf jeden Fall immer noch einig. Okay, das war zwar ein bisschen Spinnerei gestern, aber doof ist das jetzt nicht. Und wir würden auch nüchtern nicht ausschließen, das zu machen. Aber real geworden ist es dann halt irgendwie echt ein paar Tage später und das hat Raphael dann so alleine gemacht. Der ist dann irgendwie so zwei Tage später, nee, ich fängt er halt an, E-Mails zu schreiben, ne? Mhm. Nee, ich so. War dann halt, genau, also wir sind glaube ich Mitte der Woche dann wieder da. Montag, Dienstag war das glaube ich oder so, ne? Und dann, ja, genau, es war zwei, drei Tage danach sind wir nach genau. Hause gefahren. Und dann war ich halt wieder auf Arbeit und unter Beamten kommt da kein Stress auf, ne? Und saß dann an meinem Computer in aller Ruhe. Er war kein Beamter. Ich wollte gerade fragen, hast du der Polizei wenigstens mal so einen alten Hering in die Zwischenwand gebügelt eigentlich? Ich kenne dir jetzt so ein paar, aber da laufen ein paar Kameras. Ich habe letztes Wochenende jetzt wieder was ausgetestet. Alles cool. Das wäre eigentlich so das Erste, was ich glaube ich machen würde. Ja. Und habe dann meine Zeit da totgeschlagen und habe dann gesagt, du pass auf, ja, machst du mal, ne? Scheiß drauf. Hab dann wirklich mal so eine Mail geschrieben, du pass auf, ich und meine Brüder, wir haben ein Schiff gefunden, wir sind der Meinung, das taugt, das ist klein, also es gab halt Flaggenprobleme im Mittelmeer, ne? Es war dann die Vorgänger von der Ocean Viking, war die Aquarius, die war gechartert, war ein großes Schiff, ne? Flagge entzogen, was normalerweise nie passiert und ne? Und dann das Schiff hat das Problem hat ja was heißt Flagge genau was heißt Flagge entzogen, ich muss das einmal fragen, ich bin ja ein Laie. Ja, genau, richtig. Es gibt halt die Seefahrt ist sehr altertümlich und das heißt, dass wenn ich ein Schiff unter deutscher Flagge habe, dann fahre ich im Prinzip mit einem Stück Deutschland dann quer über die Weltmeere. Okay. So kann man es für den Banalen erklären und
Das ist halt so ein sehr historisches Ding, das wird aber bis heute noch hochgehalten und deswegen gibt es halt dieses Flaggenrecht. Das heißt, auch wenn ich unter deutscher Flagge nach Timbuktu fahre, dann ist in Timbuktu, habe ich dann halt immer noch mein Stück Hoheitsrecht mit mir und meine Unterstützung auch. Ne? Okay, das heißt im Grunde, wenn du da auch Scheiße baust, wirst du dann in Deutschland genau, geht das Fall halt auch, fällt das auch zurück auf okay. die Flagge und so weiter, genau. Und wir hatten halt, bei dem Dampfer war der Gedanke, mein Gedanke, gesagt, du warst auf, der ist groß, aber der ist nicht zu groß. Gerade so groß, wie er sein darf. Genau. Und was heißt denn groß ja, in dem Fall? Komme ich gleich drauf zurück. Okay. Und er ist von der Aufteilung her nicht doof und so weiter. Genau. Damit bist du nämlich noch ein Sportboot und bist kein kommerzielles Schiff. Und als Sportboot hast du zur See halt noch eine relative Narrenfreiheit. Okay. Wenn du kein Geld verdienst auf den Meeren, sondern nur als Privatmann durch die Gegend dübelst, kannst du im Prinzip machen, was du willst. Okay. Und brauchst du nur einen Sportbootführerschein, kein großes Patent, um das Ding zu fahren. Ne? Du kannst unterliegst keinerlei Vorschriften, arbeitssicherheitstechnisch und so weiter. Ne? Und hast da eine relative Narrenfreiheit. Und das war so die Grundidee, wo ich gesagt habe, ja, das könnte passen. Und dann habe ich halt die Mail geschrieben und zwar genau so. Ne? Hab gesagt, ey, pass auf, nach meiner, das wäre so groß, da kann man Sportboot noch mit als Sportboot betreiben. Könnte damit, aber er ist so groß, dass man damit seenotrettungstechnisch was anfangen könnte, meiner Meinung nach. Ist das denn so? Fragezeichen. Und das dann einfach Wikipedia, wer betreibt Seenotrettung im Mittelmeer, ne? Und die E-Mails rausgesucht, rausgehauen. Ja, E-Mail rausgeschickt, natürlich über den Firmenrechner und dann genau. Und dann die Polizei fragt an, sagen Sie mal, wir wollen hier ein Sportboot zur Seenotrettung genau. benutzen. Richtig. Und dann sind wir halt, bin ich rausgegangen, eine rauchen, bin wieder rein und dann war Axel von Mission Lifeline dran, hat mich angerufen und hat gesagt, ey, ich habe gerade deine Mail gelesen. Das war wirklich keine 10 Minuten, nachdem ich die rausgehauen habe. Ey, ich habe deine Mail gelesen und ich halte es für eine gute Idee. Lasst uns mal gucken, wir können euch unterstützen. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr das machen wollt, können wir euch unterstützen. Ne? Wir haben zwei Schiffe an der Kette liegen, was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Ja, an der Kette liegen heißt, sie sind festgesetzt worden von der Küstenwache. Genau, das, was dieses Jahr alle getroffen hat, in einem Umfang, wie es, glaube ich, noch nie war. Hm. Also das war wirklich, und Mission Lifeline hat aber schon zwei Schiffe an der Kette. Und da können wir Material von runter, wir haben eine Fachexpertise in dem Verein und so weiter, könnte ich mit der unterstützen. Da war auch gleich dieses Thema Sportboot, weil die nämlich genau auch dieses Flaggenproblem mit der Lifeline, das erste große Schiff von denen, da hatten sie genau das Thema, nämlich auch Sportboot in den Niederlanden und dann Flagge entzogen und so. Mhm. Und dann gleich so dieses, ja, Sportboot finden wir gut, das macht uns die Sache leichter. Genau. War auch direkt Thema. Richtig. So. Und... ja, das war so der Startschuss, wo es dann noch hieß, so, ey, wir unterstützen euch. Und genau, dann ist es halt im Laufe der Verhandlungen und hast du nicht gesehen, ne? Dann war halt, also bei dem Telefonat war es dann im Prinzip die einzige Aussage, wir können euch unterstützen, aber der Dampfer muss halt laufen. Also du musst dir den angucken, der muss was taugen, der muss 24 Stunden gelaufen sein, damit du weißt, dass der Motor irgendwo kein Totalschaden ist, hast du nicht gesehen, ne? Der muss halt technisch einmal durchgecheckt, bevor man sowas, ne? Ich so, ja, ist mir auch alles klar. Und ich habe den nur im Internet gesehen, weißt du? Ich rede hier gerade von, ne? Und ja. Und, aber danach habe ich dann, ich so aufgelegt und dann habe ich halt Gerson angerufen, ganz panisch, und hat gesagt, fuck, der sagt, ich soll jetzt dahin und soll mir das Schiff angucken und soll loslegen. Und ich ja, so, also die Welle war losgetreten. Ja. Und zwar von da an war es halt wirklich so ein Ding, ab dem Moment wurden wir getrieben. Ja. Dann sind Dinge einfach passiert. Ja, ich erinnere mich, also ich habe bei meinem Videoblog gesehen, also alle Leute, die irgendwie ein bisschen mehr Interesse zu dem ganzen Thematik haben, ey, lege ich diesen Videoblog von euch ans Herz, weil der eigentlich tatsächlich für mich auch, also so als Außenstehender ganz gut auch so eure Gefühlswelt, die da halt irgendwie auf einmal auf euch einbrach, irgendwie ganz gut dokumentiert. Du verlierst da, scheiße. Ich glaube, es gibt irgendwann so ein O-Ton, ich weiß nicht, ob ich ihn genau wiedergebe, aber es ist so... dann bauen wir jetzt ein Schiff, fahren ins Mittelmeer und gehen dann eventuell in den Knast. Ja, ich bin dabei. So. Das war nämlich der nächste Moment, dann, nachdem Raphael mit mir telefoniert hatte, war dann nochmal so, Benny, wir werden ja Seenotretter, oder was? Und er schreibt nur zurück und dann so, ja, dann fahren wir ins Mittelmeer und dann kommen wir in den Knast und ziehen Leute raus und kommen in den Knast.
Ja, okay. Moment, genau. Ja, das war seine direkte Reaktion, auch so in einem Satz, so dieses: Okay, ihr seid, wir sind bekloppt, aber ja, klar. So, das war aber wirklich schon genau das so. Wir haben es in dem Moment schon so ein bisschen aus der Hand gegeben, sondern so, okay, wir schwimmen halt mit, gucken, was passiert. In dem Moment, wo Axel eigentlich gesagt hat, wir unterstützen euch, und wo wir dann wussten, okay, jemand, der das schon gemacht hat und da, wo irgendwie viel hinten dran steckt, sagt, ja, das könnte gehen, jetzt. Und dann so, ajo. Ja, ich glaube, es war immer so, das war der erste Moment, wo du sagst, so, fuck, Alter, jetzt musst du, ne? Und dann hast du aber gleich... Nur noch ja sagen halt wie, auch, ne? Ja, dir fehlt ja die Ausrede, nein zu sagen. Ne? Wenn, ja, Rückzieher ist schwer. Warum sollte ich nein sagen in diesem Moment? Ne? Aber du hast dann halt gleich mit dem Kopf, aber vielleicht springt der Motor ja nicht an und es läuft gar nicht und dann brauchst du gar nicht nein sagen, weil die Realität sagt schon nein. Ja. Cool, du hast ja noch ein Hintertürchen. Ne? Und ja. So war es immer wieder. Und diese Cracking Points, die haben wir halt immer wieder gehabt. Genau. Ja. Jedes Mal kam halt die nächste Hürde und du hast gesagt, da stolpern wir jetzt drüber und dann war es das. Ne? Ja. Alter, das ist halt ein Schiff für 30.000 Euro sollte er kosten, weißt du? Mhm. Das ist eh ein Haufen Müll, das wird eh nichts. Und dann kommst du an Bord und der Dampfer ist trocken. Fuck, der schwimmt. Ja. Und gut. Dann habe ich mit meinen Kumpels geschnackt habe meinen besten Kumpel Michel mit rangeholt und dann hat Benny noch gesagt, du pass auf, und unser alter Kumpel Jonas, der ist mittlerweile Elektriker, der wohnt zwei Orte weiter, und den haben wir dann aktiviert und was ganz lustig war, weil Jonas schon mal für Lifeline schon mal im privaten Rahmen was gemacht hatte. Was uns zu dem... Noch keiner wusste. Genau, das hat sich echt... Kreise auch gleich geschlossen, das war so ein... Ja, aber das wäre nämlich auch so eine Frage, die ich mir stelle. Also, weil ihr scheint ja schon für das Thema, scheint ihr ja schon ziemlich, ziemlich aufmerksam zu sein. Aber das heißt, im Grunde mit Seenotrettung an sich hattet ihr vorher auch gar keine Berührungspunkte. Ja. Also bis darauf, dass ihr das irgendwie verfolgt habt, irgendwie, also anscheinend ist ja auch Wissen darüber irgendwie da, irgendwie, dass Boote festgesetzt werden, wie dieses Ganze... Das war ja genau das, also vieles, das ging dann auf einmal, wir hatten uns da an dem Abend sehr viel, klar, jeder hatte sich so ein bisschen, was man halt so mitkriegt. Aber ne? Das ist so ein Bildniveau gewesen halt. Ne? Ja. Bild, was auf dem Fernsehen halt mitkriegt. Ja, genau. So ein bisschen, was weißt du halt. Ein bisschen Tagesschau. Ein bisschen das verfolgt, was jetzt da mit Carola Rakete passiert ist und so, klar. Aber wir haben kein tieferes Wissen gehabt. Es war dann innerhalb von, also für mich war das damals so 2, 3, 4 Wochen, wo ich das Gefühl habe, ich habe medial nur noch Seenotrettung wahrgenommen. Danach, du hast dir innerhalb von ein paar Wochen, okay, ich nehme jetzt alles Wissen, was irgendwie öffentlich darüber existiert. Ich gucke jeden Film, lese jeden Artikel, damit ich weiß, worauf ich mich da einlasse. Aber es war vorher im Grunde genommen null Wissen da. Ja, voll geil. Also aber dafür dann auf die Idee zu kommen, ist dann aber auch schon ganz respektwürdig auf jeden Fall. Erst die Idee, dann das Wissen. Ja, aber ich meine, aber dann habt ihr, also ich meine, du bist mechanisch, also ich meine, da sitzt der Schiffsmechaniker, irgendwie, was macht euer dritter Bruder? Du hattest gesagt, du machst irgendwie Filme, Medien. Warte, ich will. Okay. Das will ich. Die Traumkombination. Ist das der stille Gast hier? Der stille hier Gast. Ja, genau. Willst du noch? Na, mit Malte? Ja, geil. Mit Malte? Klar. Guter Mix. Ich glaube, wir müssen noch den zweiten aufmachen jetzt. Und die Bierflaschen bitte so rumdrehen. Ich bin doch immer so, ich bin pedantisches Arschloch. Hast du Arschloch gesagt? Ich wollte gesagt, Arschloch gesagt. Im Fernsehen, Fatze. Aber wir dürfen doch. Hast du mich einfach pedant genannt? Ja, aber ich hatte auch schon Korinthenkacker genannt, das habt ihr noch nicht gehört, glaube ich. Kommen die auch da rein? Nee, in dem Fall nicht. Ich komme auch da rein. So, aber sauber machen vorher. So, aber der stille Gast wollte ja erzählen, wo es jetzt... Genau, erzähl mal... Was wollte ich erzählen? Naja, du bist das mechanische Zugpferd. Hintergründe ging es gerade. Ja, weil das Ding ist, wenn jetzt mein Bruder ankommen würde, so, mein Bruder ist Kfz-Mechaniker, wenn er jetzt sagen würde, komm, wir kaufen ein Boot, irgendwie, wir machen das fit, dann würde ich da stehen und sagen, ich kann anmalen. Genau. So, ich habe auch einen Bruder, der ist Kfz-Mechaniker. So, irgendwie, also zwei. Benny mehr als ich, ja.
Aber das heißt, für mich wäre der erste Gang erstmal zu www.wiebaueichenseenotrettungsschiff.de. So ja, genau. Und dann, haben wir gestern registriert, das Tutorial wird übermorgen fertig. Ja, ja. Ernsthaft? Nein. Nachmachen? Nein. Ja, aber das wäre ganz geil. Ruf an! So schön mit so einer Papierausschnipsel, weißt du, ausschneide. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich meine, ihr dokumentiert sie ja, also man sieht es ja, man sieht euch ja auch in diesem Videoblog ja. Irgendwie mit Kärchern, irgendwie Schiffsrümpfe, irgendwie irgendwelche tonnenschweren Wellen da irgendwie reinschieben. Die lernen ja selber. Was suchst du da unten? Ja, das habe ich mir. Und das ist ja genau wie mit dem. Wie lange habt ihr gebraucht, um den Schalter zu kannst finden, der die Benzinkanzel frei gibt? Ich weiß nicht. Kleiner Topf als Schale? Geht. Kleiner Topf als Schale ist super. Ja, perfekt. So? Ja. Hat da! Hat da. Vielen Dank. Und. Nee, genau. Also, wir haben beide durch unseren Vater haben wir alle drei einen technischen Mitgift bekommen. Ja. Muss man wirklich sagen. Also selbst Gerson, der als ITler eigentlich zwei linke Hände haben sollte, hat sie leider nicht. Ich bin kein ITler. Ich kann zwar programmieren. Aber ja, aber du bist... Der macht auch irgendwas mit Computer, jetzt macht doch nichts. Ja, genau. Irgendwas mit Bildern, oder? Ja, und ansonsten hast du eine Kamera in der Hand, das ist auch digitales Werkzeug. Jetzt sag mir nicht, dass du in der analogen Welt lebst. Ich bin Handwerker. Schon immer gewesen. Ja, ich mache das nur mit anderen Werkzeugen. Ja, genau. Ja, so kann man sagen. Und wir kommen aus einer Handwerkerfamilie. Genau, okay. Schon. Also was macht euer Vater? Was war das? Was war euer Vater? Unser Vater ist Kfz-Meister. Ah, okay. Genau. Ah, okay, alles klar. Ja gut, aber dann ist ja zumindest schon mal so, was Motorentechnik und sowas angeht. Genau, also wisst ihr, wie sowas funktioniert. Benni ist Kfz-Mechaniker, Raphael Kfz-Mechaniker. Meine erste und dann Lehre, Schiffsmechaniker. Genau. Okay, Benni ist jetzt der dritte Bruder. Genau. Sagen, ne? Okay. Benni ist ITler. Ja, stimmt. Auch. Ja, IT-Techniker, ja. IT-Techniker und Kfz-Mechaniker? Nee, Benni hat... Und Sozialarbeiter. Genau. Also es ist ganz lustig. Er hat ungefähr so ein Portfolio wie von Felix, als sind dann zwei Semester Veterinärmedizin. Sieben Semester Veterinärmedizin. Sieben, sagt er, wenn er sich die Handschuhe anzieht. Die müssen länger sein. So, jetzt beugen Sie sich mal vor. Genau, ja. Und los geht's. Ja, geil. Ne, genau, also es war so, dass unser Vater hat ein eigenes kleines Autohaus und da ist, ich habe eine Kfz-Lehre angefangen in einem anderen Betrieb. Bin da zur Hälfte rausgeflogen, weil ich so gut war und sollte dann bei meinem Vater zu Ende bringen. Das hat nicht geklappt. Benni hat IT-Technik gelernt und hat nicht zu Ende gebracht. Benni hat alles zu Ende gebracht. Benni hat alles zu Ende gebracht? Ja. Ihr habt euch richtig gut kennengelernt in den letzten Monaten, oder? Ja. Ja, vor allen Dingen in der Zeit, nee. Wieder zu sein, irgendwie in den letzten... Doch, der hat alle Ausbildungen zu Ende gemacht. Ja, krass. Das hat er nur mit Verspätung. Er hat ja, die erste Ausbildung genau. Zu Ende gebracht. Wir können in der Zeit ja, stimmt, genau, sowas. Ja, 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 genau. Genau, und dann ist er halt auch dann als Zweitausbildung noch bei meinem Vater oder bei unserem Vater mit in die Firma gerutscht und sollte da auch noch die Kfz-Lehre machen. Gut, aber das klärt ja zumindest schon mal so ein bisschen, genau. wie man auf die Idee kommt. Nee, also, pass auf. Wir haben jetzt keine Angst vor technisch genau, anspruchsvollen Projekten. Ja, so. Genau. Und, aber das Coole war halt, dass Benni ist halt da raus und ist dann in die soziale Arbeit gegangen und hat da sein Studium gemacht. Und genau, und so haben wir halt da zu dritt da zusammengesessen und gesagt, pass auf, okay. Und das war schon tatsächlich schon wirklich an diesem ersten Abend. Genau, dieses. Im Vollsuff. Genau, ja. Da war wirklich, Raphael übernimmt die Technik. Wer spricht? Gerson muss du musst Öffentlichkeitsarbeit machen, weil du Spenden sammeln musst und hast nicht gesehen. Nee. Ne? Das kann Gerson mit seinen medialen Erfahrungen machen. Und seinem Charme. Und seinem guten Aussehen. Wir sind ja endlich, man sieht mal das gute Aussehen. Ah, ja, richtig, also, genau. Ja. Übrigens, wir können ja nicht mal euren Bruder grüßen, weil alles, was deine Brüder jetzt über dich sagen, ist im Internet. Und du kannst dich nicht dagegen wehren. Richtig, genau. Also ich finde, ich komme hier nicht richtig zur Geltung. Ja, dann mach dich mal gerade jetzt. Versuch mal. Guck dir das mal an. Warte. Nein. In welcher Form jetzt? Du musst in die Dunstag zuschauen. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt. Problem. Stimmt, wir hätten dir einfach die Schuhe an die Knie kleben können. Ja, das ist gleich aufgefallen. So ein kleiner Schemel hin, von dem aus er arbeiten muss. Ja. Ja, wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Ne? Ich brauche bis jetzt, also die Zeit schleicht hier langsam vor sich her. Ich bin gut in der Zeit. Ja, wir haben ja schon gesagt, das wird der langsamste Borscht der Geschichte des Borscht. So ist der Plan, genau. Wir müssen ihn nur noch verwirklichen. Also, ich tue mein Ganzes. Aber das liegt nur daran, weil ihr so viel zu erzählen habt. Darum wird es ein langsamer Borscht. Also, das ist unsere Schuld, natürlich. Wir geben unser Verdienst. Ja, euer Verdienst ist das. Darum wird dieser Borscht ganz besonders lecker. Im Guinness-Buch der Rekorde steht drin.
DC-Punks haben den Verdienst, den langsamsten Bohrstein zur Geschichte zu machen. Irgendwann gibt es eine Ursache. Ja, auf jeden Fall. Aber wie groß ist denn jetzt das Schiff überhaupt? Also, weil ich habe das ja nur auf Bildern gesehen und habe dann ab und zu hat man mal so ein bisschen den Maßstab, wenn da jemand mit dem Kercher irgendwie die Farbe vom Buch holt und so. 25,5. 25,2. 25,2. Und das ist noch kein Sport. Ihr seid euch wirklich in nichts einig. Nee, es war wirklich geil. Und am Anfang war dann... in den Papieren stand 24,90 drin. Und ich hatte aus irgendeinem Grund im Kopf, dass das Ding nur 25 Meter hat. 25 Meter bist du halt ein Frachter. Okay. Und ich so, scheiße, als ich dann das erste Mal vor Ort bin, oder Gott sei Dank, je nachdem, ne, so, ey, er ist 30 Zentimeter zu lang, ne, scheiße, das war's, ne, sorry, netter Versuch. Ja, wir haben schon auch über die Kettensäge gesprochen. Genau, und dann haben wir halt angefangen, so, okay, man könnte auch die Nase vorne mit einer Kettensäge ein abschneiden. Ah, das ist Holzboot. Ja. Leider, Gott, das ist Fun Fact. Hölle, ey. Fun Fact, das ist aus Holz. Aber wie, was ist da jetzt der große Manko dran? Das es gibt keine 25, es gibt im Binnenbereich gibt's eine Grenze von 20 Meter, ist die, glaube ich, von Sportboot zu Frachter. Okay. In der kommerziellen Seefahrt außen ist es so, dass wir über die 100 BRZ-Grenze reden in Deutschland unter deutscher Flagge. Da geht das um Verdrängung. Es geht im Prinzip um das Gesamtvolumen. Das wird dann wirklich okay. Kubikmeter ausgerechnet plus Umrechnungsfaktor. Bruttoregisterzahl. Im Schiffsquartett stand immer Bruttoregistertonnen noch drin. Früher. Aber da kennt man es vielleicht. Hat Wasserverdrängung nicht auch was mit der Bugform zu tun? Ja. Frag ich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay, ja, genau. Geil, der kritische Blick. Nee, genau, es geht einfach, also. Nee, aber ich kann zwei Schiffe machen, die gleich schwer sind. Das eine hat vorne eine platte Wand, das andere hat vorne irgendwie einen spitzen Bug. Dadurch ist doch die Wasserverdrängung anders. Ist meine technische Frage, die ich jetzt mal hier mir ausgedacht habe. Ja, die ist total beschissen, aber ja, ich nehme sie gerne auch. Und genau, und dann kommt es ja auch drauf an, habe ich ein Holzboot oder habe ich ein Stahlboot. Ja. Ne? Und, aber da sind die in Deutschland sehr innovativ gewesen, dass sie einfach die BRZ, das ist ja eine Zahl dann, ne? Und das heißt, ich brauche einen Umrechnungsfaktor, das heißt, ich kann es mir schön rechnen, wie ich es haben möchte als Behörde. Ja, okay. Und genau, da gibt es auch für Sportboote, ist es dann egal, was für ein Material, und hast du nicht gesehen, es wird einfach nur das komplette Volumen von dem Schiff genommen, durch einen Umrechnungsfaktor XY gejagt und dann kommt am Ende eine Zahl raus und dann bist du entweder ein Sportboot oder du bist ein kommerzielles Schiff, genau. Am Ende war es auf jeden Fall ein Sportboot. Und zwar locker. Kein Hindernis, genau. Wir waren bei Bruttoregisterzahl 100 wäre die Grenze gewesen. Wir waren bei 65. Keine Kameras an, die ist gerade... Hier gibt es nichts zu sehen, hier ja. Gibt es ist gerade... Ich schäle den Dreck einfach ab. Hast du eine super saubere verraten. Küche, das ist alles hier desinfiziert worden. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke nochmal an die Stubnitz für Küche putzen und so und uns hier auch so ein bisschen Getränke hinstellen. Ja, überhaupt das erste Mal in der Schiffsküche, in der Kambüse. Ihr wart noch nie auf der doch, ihr wart zum Feiern. Ihr wart zum Feiern mal auf der Stubnitz in den... Ich bin zum ersten Mal heute hier. Lokal. Du warst auch nie hier? Nee, ich hab's immer verpasst, wenn wir mit der Crew hier gefahren sind. Also die Stubnitz ist halt auch wirklich ein absoluter Jackpot für uns gewesen, weil als wir waren dann in einer befreundeten Werft von mir hier in Hamburg und hatten... Das war gerade ein großer Zeitsprung. Oh. Ist ja egal. Wir springen jetzt ein bisschen hin und her. Ja. Also. Ein bisschen Seapunk muss ja auch sein. Ja, genau. Und wir sind jetzt gerade bei der Stubnitz und die Stubnitz und der Dampfer, das läuft wirklich Hand in Hand. Also wir haben viel unserer Ersatzteile hier in der Werkstatt repariert, Personal hin und her geschubst. Ja, genau. Viel Unterstützung gegenseitige. Das war echt cool. Also ich habe hier auch schon an der Scheißeanlage rumgefummelt und so weiter. Ja, die da vorne aus dem Waschbecken raussprudelt auf deine Kartoffeln. Ja, wobei das war ja tatsächlich auch meine Lieblingsfolge in dem Blog, ist ja tatsächlich auch die Scheiße-Folge, wo ich jetzt im Vorgespräch schon erfahren habe, dass es nicht mal eure eigene Scheiße war. alte Scheiße. Ja, das waren wirklich 30 Jahre. Ach stimmt, aber habt ihr rausgefunden, wofür ihr den Gips jetzt benutzt habt? Nee. Das habe ich, weil irgendwann gibt es nämlich so eine Szene, wo Benny räumt die Kombüse unten, räumt da Dings aus und dann hat er säckenweise Gips gefunden. Stimmt, richtig, ja. Aber müssen wir ihn nochmal fragen, er wollte ja nochmal kommen, bevor wir losfahren. Oh, ja. Erstmal kommt seine Tochter. Ja. Vielleicht war es ja Stuckateursboot vielleicht. Who knows? Oder er hatte vor, vielleicht sich schön Stuck zu machen, irgendwie, so in der Messe oder so. Die sind teilweise in den Umbauten echt lustig gewesen. Das Ding ist ja von der Marine dann in private Hand in den Vorbesitz. Das waren so mehrere Kumpels,
die das Ding dann. Ja, aber das war von der, also das war grundsätzlich immer eigentlich ein Schlepper. Also das heißt, das ist eigentlich immer ein Boot gewesen, was. Torpedo-Fangboot war, genau. War die Torpedo-Fangboot. Also die werfen sich so, wenn so ein Torpedo kommt, kommt so schnell so ein Boot und schmeißt sich zwischen das Große oder was? Nee, also es war so, es ist ein Marineboot gewesen, lustigerweise halt, was in die Geschichte jetzt irgendwie einfach perfekt auch reinpasst. Mhm. Aber das, da. Ich geh mal polern. Die haben halt Übungstorpedos abgeschossen. In der Nordsee hier Marine Manöver und okay, so. Das war, okay, das war viel. Und die Torpedos sind halt keine echten Torpedos, sondern Übungstorpedos, die aber wiederverwendet worden sind. Und deswegen hat das hinten diesen langen Slip und diese Rampe hinten, die jetzt für uns, für das Schlauchboot. Ich muss mal ihm sagen, schön, dass man ihn trotzdem hört, obwohl er den Raum verlassen hat. Wahrscheinlich lauter als mich jetzt gerade. Der braucht gar kein Mikro. So, hinten der Raum, genau, Entschuldigung. Genau, also der hat ja hinten so einen Slip, das sieht man, also wenn man die Videos mal gesehen hat, hat er hinten so einen Slip. Da wurden dann sagen wir, Taucher irgendwie rein, hier Seil festgemacht und rausgezogen, dann Torpedo hinten raufgezogen, dann wurde das wieder fertig gemacht und wurde halt später nochmal neu abgeschossen. Die laufen dann an Seilen, die Torpedos, oder was, damit man die wiederfindet? Nee, die wurden einfach dann halt rausgezogen. Ah, also okay. Irgendwie Taucher springt dann halt rein, zieht die wieder raus und... Okay. Dann werden die halt wiederverwendet. Also das war nur dafür da, um quasi die abgeschossenen Übungstorpedos wieder rauszuziehen und dann da deswegen fangen, in dem Sinne fangen, so wie du einen Fisch fängst. Ich hab so eher so diese Endszene in so Actionfilmen, wo dann so am Ende nochmal so eine Person irgendwie in das Bild springt und die Kugel abfängt, die für den Hauptprotagonisten oder Protagonistin irgendwie eigentlich vorgesehen war. Abgefahren. Da muss man erstmal drauf kommen. Nein! Bleib nicht an den Kabel hängen. Nee, tue ich nicht. Fühle mich echt so ein bisschen an die Leine gelegt. So ja, und das wurde halt irgendwann versteigert, wurde dann eben von einem Privatmensch ersteigert. Der hat das dann mit ein paar Freunden als Freizeitboot umgebaut. Ah, okay. Unten die Ausbauten mit... Teppich an den Wänden. Ah, stimmt, guck mal, weil ich glaube, ich war gedanklich, war ich noch bei dem eigentlichen Schiff, was er sich zuerst, das mit der Museumsdampfer, der als Schlepper sich verhängt. Nee, genau, ganz andere Geschichte. Okay, das habe ich nämlich jetzt gerade in einen Topf geworfen. Nee, genau, das war nur diese Idee, okay, der Initialschiff sozusagen. Genau. Alright. Man kann Schiffe finden, mit denen man solche Dinge tun kann. Okay, aber ein Torpedo-Fangschiff, ey. Ja. Sachen gibt's. So, wo waren wir stehen geblieben? Das musst du wissen. Stimmt allerdings. Genau, wir hatten die Länge. Warte mal, wir waren jetzt gerade bei der Länge des Bootes. Sportboot, genau. Das finde ich immer noch ziemlich abgefahren. Das ist ein Sportboot, weil für mich ist ein Sportboot eigentlich so irgendwie 1,5 PS oder sowas. Genau, und, richtig. Und hat einen Hubschrauberlandeplatz. Minimum. Ja, aber das ist genau. Doch eine Yacht dann, oder nicht? Ja, aber genau. Ist eine Yacht auch ein Sportboot? Nein. Sonder. Nicht zwingend. Genau. Und genau, aber das ist schon also wirklich die absolute Grenze eigentlich, wo ich auch sage, ey... Als Sportboot habe ich halt auch wirklich keine Vorschrift. Das heißt, ich gehe auf mein Sportboot drauf, schmeiß alle Leinen los, alleine auf dem Boot, ne? Schmeiß den Motor an, der in unserem Fall 970 PS hat, ne? Und dübel los. Und mir macht keiner eine Vorschrift. Das ist schon grenzwertig. Okay, ich dachte immer, das wären so irgendwie höchstens 4,5 PS oder sowas. Oder ist das denn nochmal ein anderer? Nee, es ist egal. Halt, es gibt diese Grenze, dass das sind die führerscheinfreien Boote, was du meinst. Du kannst mit so einem Sportbootführerschein zum Beispiel die Hamburger Hafenbarkassen fahren, wenn du keine Gäste drin hast. Irgendwie so. Die Decksleute von der Barkasse Hedi, die müssen alle einen Sportbootführerschein haben, damit die im Notfall irgendwie den Captain ablösen können, falls der betrunken hinterm Steuer zusammenbricht. Damit also, die den nochmal ablösen können. Also alle zwei Tage dann, ja. Genau, aber so, du kannst so eine Riesenbarkasse, so dieser Touri-Hafenbarkassen, die kannst du mit so einem Sportboot-Führerschein, kannst du die fahren, irgendwie so. Okay, aber rein theoretisch könntest du auch, also du hast die Befähigung eigentlich auch Größeres zu fahren eigentlich, oder was? Nee, es gibt, genau, also du kannst bis 15 PS, bis 15 PS darfst du jedes Sportboot fahren, alles auf dem Wasser fahren, was fährt. Okay. Du brauchst keinen Führerschein, kein gar nichts. Du kannst bis 15 PS kannst du dich draufsetzen, loslegen. Und ab 15 PS brauchst du einen Führerschein. Okay. Der Führerschein, das sind 400 Euro und ein Wochenendkurs. Und dann das ist günstig und ein Wochenendkurs. Also eine Woche braucht man dafür und der kostet mittlerweile 600 Euro. Ja, also du kannst aber mittlerweile ganz viel im Internet vorarbeiten davon. Ne? Ja, ist ja auch scheißegal. Okay. Auf jeden der Fall Sportbootführerschein. Kriegst du hinterhergeschmissen und dann darfst du, den gibt es keine PS-Begrenzung mehr.
Dann darfst du alles, was als Sportboot zugelassen ist, darfst du dann fahren. Okay, das ist dann. Dann geht es nur noch um die Größe. Okay. Genau, richtig. Und wir sind halt auch, weil es halt ein Torpedo-Fangboot ist, ist es halt absolut übermotorisiert. Okay. Was uns natürlich in die Karten spielt, weil wir zwar klein sind, aber wir sind natürlich schnell und wendig. Und ihr wollt damit ja im Mittelmeer auch rumheizen. Also ich weiß ja nicht mal, wie viel ein Knoten ist. Also 16, 15 Knoten sind wir gefahren. 16 haben wir geschafft. Ja? 16 haben wir geschafft. Also aber 16 15, Knoten 8, ist so ein Kilometer pro Stunde. 1,8 ist der Umrechnungsfaktor, also bist du bei knapp 30 km/h halt. Okay, was auf dem Wasser aber ja auch schon relativ schnell ist. Also, das ist schon echt flott. Und also man sieht es auch in den Videos ganz gut. Also wir sind bei leichtem Seegang auf der Elbe. Patsch, patsch, patsch. Wir haben uns gut bewegt. Also das ist, ich würde sagen, also mit 30 Stundenkilometern so eine Welle reinzudotzen. Also wenn man halt so als Tourist kennt, irgendwie so der Fischkutter, mit dem du irgendwie deine Touri-Fahrten machst an der Nordsee, der ist halt halb so schnell. Also es ist halt, genau, und also ich sag mal, für das Alter ist es echt sportlich gewesen, heutzutage ist es halt gute Marschgeschwindigkeit. Ich wollte mal kurz was sagen, Fabse, du könntest vielleicht doch was machen, vielleicht würdest du die Zwiebeln schneiden. Ah, schön. Ich habe dir da schon ein Brettchen hingestellt, Messer hängt da drüben. Ich mach das einfach hier direkt hier so vorne. Jetzt kommen mal so die kochtechnischen Fragen. Ja. Zwiebel schneiden. Du hast eine Sendung von uns gehört. Ne? Na, erklär doch mal. Also das Geile ist ja, jetzt könnte ich es eigentlich mal das erste Mal zeigen. Nee, ich würde es gerne anders herum drehen. Also ich finde die Idee, ich würde jetzt eher so auf eine Schutzbrille hoffen oder im Wasserbad oder. Nee, der Trick ist tatsächlich scharfes Messer. Unter Wasser Zwiebeln schneiden. Ja. Unter Wasser würde vielleicht auch tatsächlich. Ich hatte einen Bundeswehrtaucher bei mir an Bord und der hat gesagt, das funktioniert. Ja, grundsätzlich. Nee, aber mir wurde mal gesagt, das Wichtigste daran ist eigentlich ein scharfes Messer. Und da musst du weniger flennen. Genau, weil dadurch ja dieser Zwiebelsaft nicht sich so mit dem Blut verbindet, so, weil das Messer so scharf war. Und wie wir jetzt wissen. Es entsteht einfach nicht so viel Zwiebelsaft. Es entsteht nicht so viel Aerosol, wo wir jetzt mal wieder bei Corona sind. Dann tatsächlich, es sind die Zwiebel-Aerosole, die sozusagen dann freigesetzt werden. Und das ist das, was halt. Das ist das, was im Grunde genommen nachher in den Augen wehtut. Ich weiß, Felix hat auf jeden Fall eine Taucherbrille in seiner Küche hängen. Die ist aber so vollgespeckt, dass sie halt eigentlich nichts. Also sie schützt die Augen, aber du siehst nichts. Das ist beim Zwiebelschneiden vielleicht auch nicht ganz so gesund. Ja, ach, das ist alles. Bei einer weißen Zwiebel erkennt er den Unterschied noch, bei einer roten Zwiebel wird es dann schwierig. Nee, du siehst einfach nichts. Rote, du siehst wirklich einfach nichts. Egal. Aber grundsätzlich, halt Augen zu und durch. Ja. Nee, aber wir hatten ja Magier in unserer Sendung und die haben sozusagen diese Zwiebeltechnik komplett entzaubert. Und seitdem sind wir erwähnen wir das nicht mehr. Reden wir nicht mehr darüber. Die Zwiebeltechnik entzaubert, erklär dich, bitte. Ja, das Ding ist halt tatsächlich, wir haben so ganz großkotzig so, ja, und wir haben immer hier so, und wir erklären immer, wie man Zwiebeln irgendwie schneiden kann. Nur verbal so. Erklären wir genau, das. Genau, nur so verbal erklären, das ist voll schwierig. Und dann hatten wir diese Siegfried und Joy, die dann wirklich da standen und einfach nur so, ja, nee, man macht das so, so und so. Und die haben das halt in so zwei Sätzen abgehandelt, wo wir uns halt immer irgendwie tierisch lang gehangelt haben. Scheiß und seitdem Geld, Leute. Magier halt, ne? Und es war komplett verständlich, oder? Ja, es war wirklich so, ja, es ist halt, ja, so ist es, verdammt. Ja. Fuck, ey. Wir sind halt dumm, ihr seid geworden. Wir sind dumm, ihr seid Zauberer. Ja. Ja. Hallo Siegfried und Joy, wenn ihr uns hört, Brudersee, nochmal hier gegrüßt von uns. Das ist das für euch ungefähr die gleiche Geschichte wie Handrad H wie für uns. Jo, genau. Was ist das? Handrad H. Handrad H. Das war der. Du bist aber auch im Brückenschlagen eine Eins, ne? Ja, ja. Jetzt so zurück zur chronologisch so, richtig auch noch die wieder das, zurück. Das nennt man Medienkompetenz. Ja. Medien. Bäh! So, jetzt aber Handraten. Handraten. Ja, ja, genau. Handrat H. Ja, das war ganz witzig. Also dieses Wochenende war sowieso super witzig, weil wir uns dann, also es war klar, an dem in der Woche. Donnerstags bist du, glaube ich, angereist mit Michel. Nochmal kurz, um jetzt wieder zurück. Sind jetzt daran, dass wir das. Ich war das erste Mal auf dem Schiff mit meinen Kiddies damals. Und grob angucken so. War gut. War gut. Komm nochmal. Da haben wir uns nur angeguckt und einfach nur, um den Dampfer mal zu sehen, sind wir das Wochenende. Sind wir mal drüber gelaufen. Und der Dampfer war halt komplett schwarz. Da ging keine Lampe, es war kein Strom, es war kein Motor, an nichts zu denken. Ne? Der Sprit, die Tanks waren undicht, der Sprit,
goss aus allen Poren. Das war dieser Moment, ich weiß, warum das Ding so wenig kostet. Genau. Das Einzige, wo ich wirklich an dem Tag gesehen hatte, als ich mit der Taschenlampe nach unten gegangen bin, dass die Holzsubstanz noch in Ordnung war. Genau. Alles andere war wirklich, konntest du in die Tonne kloppen. Und ja, genau. Dann bist du halt, das war dann 2 Wochen später oder so, bist du mit Michel zusammen dann da angereist. Dann sollte eigentlich noch jemand, egal, ihr seid auf jeden Fall dahin und Jonas auch, um das Schiff quasi Motor checken, zum Laufen bringen, Elektrik checken, genau. ob so die Grundvoraussetzungen erfüllt sind, dass man das Schiff fertig machen in Betrieb könnte. Und dann haben wir glaube ich, freitagsabends haben wir telefoniert. Dann habt ihr erzählt, ja, irgendwie hier geil, hier Aggregat läuft, Hauptmaschine haben wir jetzt auch zum Laufen gekriegt, irgendwie cool, ging alles. Aber da war der Eigner mit dabei. Der hat, Der hat die Knöpfe gedrückt sozusagen. Der hat Hanrad Haar nämlich damals umgelegt. Genau, also der war ein bisschen schwierig schon in der Kommunikation. Und, lustigerweise übrigens auch, der wohnt eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt von mir. Ja, ja, genau, am anderen Ende von Deutschland. Genau. Okay. Das war echt süß. Und genau, der hatte dann halt beim ersten Maschine in die Gänge kriegen, hat der halt noch so ein bisschen, wir waren alle mit dabei, aber er ist halt da überall rumgelaufen, hat hier ein Ventil. Du hast nicht gesehen, was er gemacht hat. Halt, ne? Genau, und kommunikativ war er nicht so. Und dann lief die Maschine. Und dann mussten wir sie aber nachts wieder ausstellen, weil der... Ölpegel ist gefallen und ja, vorsichtshalber und wieder ausmachen und richtig. So. Und dann hatten wir nämlich noch freitagsabends telefoniert und dann war so, jo, und morgen machen wir dann Probefahrt oder irgendwie morgen wird gut, lassen wir mal laufen, machen wir Probefahrt, gucken uns das alles nochmal an. Dann bin ich spontan in die Bahn gestiegen und habe euch am nächsten Morgen überrascht. Und dann ging es los, irgendwie 10 Uhr, ne? So, jetzt machen wir die Maschine an. Und dann war sie an, wann? 30 Stunden später. Ja, genau. 30 Stunden. Und was haben wir nicht alles gemacht? Irgendwie Gartenpumpe aus dem Baumarkt gekauft, Schlauch. Nein, die habe ich, das ist meine private, ich glaube mir Diesel, bald Nachbarn-Diesel. Ich finde es immer noch super, dass ihr euch so einig seid. Werft ihr euch eigentlich noch so Sachen vor, wie das Spielzeug, was ich früher hatte, hast du kaputt gemacht, du Arsch? Habt ihr das so? Das werfen wir uns nicht vor, das sind Fakten, die stehen im Raum. Es ist mein Garten. Aber es war mein Eimer. Ja. Das hört man nicht mal mit Spielzeugen auf, sondern das geht mit Autos gleich weiter. Wo wir uns immer noch nicht einig sind, wann wir welche Autos zusammen hatten und zusammen geflickt hatten. Und wer hat das Auto jetzt kaputt gemacht? Genau, wer hat das Auto kaputt gemacht und aus welchem Auto haben wir dann den Motor in welches andere Auto umgebaut? Ihr hattet also schon mal so Momente, also es ist nicht sozusagen eure erste Maschine, die ihr als Bruder gemeinsam kauft. Nee. Wir haben schon ein paar Mal zusammen in der Werkstatt gehangen. Ja. Also ich habe so ein generelles Bild immer vor Augen, dass du immer die Motoren kaputt gemacht hast und ich über die Karosserien. Habt ihr so krasse... Ich habe einen Motor mal kaputt gemacht, ja. Habt ihr... Du hast eine Karosserie... Ja, okay, nee. Habt ihr so verrückte Sachen wie so alte Ford Taunusse und sowas? Habt ihr euch sowas fit gemacht oder was waren das dann eher so für Autos, über die wir hier so reden? Oder hattet ihr ein Feld in der Nähe, dass ihr auch mal so 2 Motoren irgendwie gegenläufig irgendwie auf die Antriebswelle gesetzt haben oder solche Geschichten und mal geguckt haben? Was passiert denn da? Das Auto in der Mitte reißt, ja, solche Kumpels hatte ich früher. Ich bin ja auch Norddeutscher. Nee, ich komme ja auch von normale Dorf. Sachen. Ja. Und da gab es auch so Sachen mit so Corrados, mit irgendwelchen Riesenmotoren irgendwie und dann am Ende des Jahres mal messen, wie lang die Karosse geworden ist. Genau. Halt so extrem war es. Nee, wir hatten, unser Vater hat Rovers verkauft, mittlerweile pleite, ne, die Engländer, und da war das Schöne, die XW-Baureihe, die haben sie, das waren im Prinzip nur Hondas mit einer Rover-Karosserie drauf, das heißt, sie sahen spießig englisch aus, aber innen drin steckt ein Honda CRX. Und das war eine interessante Basis, mit der haben wir, glaube ich, am meisten gespielt. Ne? Da hattest du das Cabrio, den GTI, ich hatte das Coupé. Und dann sind wir schön zum Clean Park, haben Techno gehört, Kofferraum aufgerissen und ein paar Bier aufgemacht. So klingt es ein bisschen. Ja, genau. Und nein, nicht ganz so, aber Bordsteinkante A war deine, war dein. Ich war die Bordsteinkante. Du warst die Bordsteinkante, du kannst es ja auch. Nee, das war nur die Achse kaputt. Karosserie. Ja, das sind immer die Familienstreifen. Ja, wo soll ich die Zwiebeln hin tun? Alte Geschichte. Kannst sehr du da stehen Geschichte. Lassen, die brauche ich vielleicht zum anderen. Ich stell die mal rüber, weil so ein bisschen ziehen die doch in die Augen. Ja, ja.
Aber? Ach, du siehst schier aus. So leicht geschwollen, also besser als nach dem Nasenstäbchen. Auf jeden Fall. Ja, genau. So. Nee, genau, und an dem Wochenende, verlängertes Wochenende, haben wir dann den Dampfer komplett in Betrieb genommen. Also es waren mit undichten Tanksarbeiten, einen Motor nach dem anderen. Und am Ende haben wir dann, ja, ich glaube, 7 Stunden waren es, glaube ich, die wir gebraucht haben, um Handrad H zu finden. Mindestens. Also es war, wenn mindestens. Du es an der Stirnseite vom Motor den Motor ausmachst, über so einen Hebel, nimmst du ihm dann den Sprit weg, er geht aus. Und dann schiebst du den Hebel wieder auf Start. So ein bisschen sowas wie ein Totmannschalter im Grunde genommen. Oder genau, was? Richtig. Ja. Nur mechanisch. Ne? Ja. Und dann schiebst du ihn wieder auf Start und dann denkst du, okay, jetzt muss er auch wieder laufen. Ist aber nicht. Und dann musst du nämlich, also geht das Gestänge einmal quer durch den ganzen Motor ans andere Ende. Und da musst du nochmal im Handrad H. Was das, wir haben eine Bedienungsanleitung gefunden und da stand irgendwie, beachte Handrad H. Okay. Was wir dann gefunden haben, war ein Hebel und kein Handrad, aber es ist egal. Es ist halt bei unserer Geschichte ist es Handrad. Genau, es ist halt wahrscheinlich was komplett anderes, aber ja, es ist völlig wurscht. Ja. Und die mussten dann nochmal so. Noch nicht, was Handrad hat. Nee, ist. Natürlich nicht. Was Handrad hat, wissen wir nicht. Nee. Wir wissen nur, dass wir diesen Hebel umlegen müssen, dass eine Maschine. Der braucht manchmal umlegen. Der zieht mit runter, aber du musst nur so einen kleinen Handkantenschlag brauchen noch. Und dann kommt er. Mal kurz durchgerechnet, das heißt, es sind noch 7 andere Hebel bis zu Handrad, also es müsste noch 7 weitere Handräder von A bis Z. Wer weiß. Die finden wir dann wahrscheinlich da, wenn wir es auch nicht am schlechtesten brauchen. Könnt ihr behaupten, dass ihr wisst, also wisst ihr mittlerweile, welche Kontrollleuchte für was und kennt ihr mittlerweile alle Hebel in diesem Boot? Ja. Und ihr wisst auch, wenn irgendwo eine Lampe aufgeht, wisst ihr mittlerweile auch, wofür die steht, im Grunde genommen. Genau, also ich kann nicht für Elektrik sprechen, da ist Jonas. Ich wollte gerade sagen, da hätte ich das Fragezeichen jetzt noch gesetzt. Weil, also Jonas ist wirklich quasi ab dem ersten Moment auf dem Schiff dabei gewesen und er arbeitet bis heute dran, dass die Elektrik komplett im Griff ist, weil es ist so völlig verbaut worden ist. Ja, aber das ist ja nicht die Frage, weil ist es, also gibt es irgendwie so einen Standard, dass man halt sagt, irgendwie so, also das, also ist das wirklich der Charakter, also ihr habt im Grunde ein Charakterboot euch geholt. Wir haben ein verbautes Boot. Ein verbautes Charakterboot. Es ist so viel Eigenbau und komplett, also du siehst es auch an vielen Dingen halt, das ist wie so ein Feenhaushalt ausbaut. Das sind Sachen einfach, wie man halt gerade Bock hat, gebaut. Das hat mit Schiffsbau nichts im Speziellen zu tun. Okay, also. Und das ist so ein bisschen sehr rätselhaft an vielen Stellen. Aber wie alt ist das Schiff? Hatten wir da schon drüber geredet? 65, Baujahr. Baujahr 65. Ja. Also auch schon. Schon ein paar Tage. Ich weiß nicht, ist das in Bootsjahren? Ist das eine betagte Lady sozusagen? Auf jeden oder Fall. Ist das. Also nicht mal ganz frisch, ne? In den besten Jahren, würde man sagen. Im besten. Grenzwertig, ja. Ein Bild. Ja, man sagt ja in den besten Jahren, wenn es eigentlich schon zu alt ist. Ja, genau. Ja, genau. Schön reden. Euphemistisch. Genau da sind wir. Wir reden uns das schön. Okay. aber der Hand, also das ist letzten Endes, also das heißt, ihr habt 30 Stunden damit verbracht, einen Hebel zu finden. Genau. Um mal das Ganze runterzubrechen, worum es geht. Ja, genau, am Ende, um halt festzustellen, okay, hättest du einmal da kurz drauf gehauen, dann hätte es sofort funktioniert. Ja. Und wir haben so viele, also wirklich Sprit hin und her gepumpt, irgendwelche Sachen überbrückt und was weiß ich nicht alles gemacht, nur um am Ende echt zu merken, okay. Ja, mit Überbrücken seid ihr eh ganz gut, ne? Das war, glaube ich, auch diese eine Szene mit dieser Heizung-Geschichte, was übrigens sehr schön, also den Schrei finde ich sehr, sehr gut. Ja! Ja! Mit dieser riesigen Gasflamme halt irgendwie. War auch so filmisch eine ganz tolle Sache. Ich habe 4 Stunden lang nur irgendjemand, der vor der Heizung sitzt, aber es hat sich gelohnt, um diesen einen Moment zu haben, wo Raphael und Jonas völlig ausrasten. Aber das war ein ähnlicher Effekt, genau. Auch stundenlang nach einem Fehler gesucht irgendwie, um dann am Ende zu sagen, ja scheiß drauf, wir machen es halt anders. Das war dann halt. Apropos rumgefummel, wir haben ein Weihnachtsgeschenk für euch. Weihnachten ist ja jetzt gerade vorbei. Ne? Darf ich es überreichen? Komm, ich will es überreichen. Ja, du darfst es überreichen. Ne? Wir haben. Ich hatte noch kein Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Weil ihr ich ja auch so, nicht. Weil oh ihr so die Könige des Bastelns, weil ihr die Könige des Bastelns seid, ne? Schenken wir euch die goldene Armbanduhr. Nein, das ist nicht die goldene 50. Armbanduhr. Schwarzes Vlies! Es ist der Hammer. Das ist ein Stempelkissen. Nein, das ist natürlich kein Stempelkissen. Weiter durcharbeiten. So, die nächste Schicht bin ich dran, da bist du wieder dran. Also ich würde. Nein, es ist. Fuck, das habe ich gesehen. Das ist so lustig, das Scheiß-Tool. Das ist so cool. Es ist ein Multitool. Ja, das ist. Kennst du das?
Ich glaube, es ist billigster Guss. Ich glaube, es ist ja, ja, das ist genau, genau. Es wahrscheinlich zweimal. Aber an. Ich finde die Idee und die Form echt hübsch. Da hat sich echt einen Gedanken gemacht. Ja, ich weiß nicht, mit was wir schon alles gearbeitet haben. Ich kenne das auch so ein bisschen. Ich habe ja auch eine Zeit lang so ein bisschen Maschinenbaukram gemacht und da gibt es auch einige weirde Geschichten. Schick, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, wie lange es hält, tatsächlich, weil es fühlt sich extrem weich an irgendwie. Guck mal her. Nein, das ist eine Schneeflocke, Mann, Alter. Du bist schon wieder im Krieg hier. Das gibt's gar nicht. Ich habe keine Ahnung, es liegt leider, also die Bedienungsanleitung dazu habe ich leider nicht, deswegen. Aber stimmt, die Schneeflocke habe ich nicht gesehen. Ne? Das ist doch, eigentlich ist es eine hübsche Schneeflocke. Ja, das ist eine hübsche Schneeflocke. Wie gesagt, ich bin gespannt, also es fühlt sich so an, als würde man irgendwie, wenn man einmal wirklich mit Kraft rangeht, irgendwie, glaube ich, ist es rund. Ja, das ist halt. Aber ich weiß noch nicht, ob die Zwischendinger das auch nochmal, weil das sind ja irgendwie dann auch nochmal. Warum die ja, hübsche ja, Schachtel? Das warum klar, die Schachtel im Original stand Go On dran, ne? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Zum Glück ist dein Gesicht noch rot von den Zwiebeln, weißt du? Nase, aber wenn ich euch die Geschichte kann ich auch nicht erzählen, wie ich da dran gekommen bin. Das geht nicht. Aber die Verpackung ist schon sehr, sehr schön. Also das Ding ist halt, wir hatten es heute auch in der Hand und dachten so, mal gucken, ob sie denken, wir kriegen jetzt wirklich die goldene Uhr. Aber ihr seid ja noch lange vor Pensionierung, ne? Ihr steht ja erst am Anfang. Check. Pensionierung ist doch für Beamten, sagte ich. Ja, ich dachte, die goldene Uhr, die gibt es ja immer zur Pensionierung. Pensionierung. Für die Beamten hier. Pensionierung, geil. Das ist der Kasten Bier da, oder was? Ja, aber das ist ja eh, also wieso eigentlich überhaupt Punk, also wieso C-Punks eigentlich? Also ihr seid doch gar nicht punkig, ey. Doch, findest du. Also, ne, weil ich hab ja... Was ist Punk? Oh, ich fand... darf ich den Einstieg, den ersten Bericht vom NDR? Ich fand ihn so der Hammer. Ja, ich kann ihn nicht erzählen. Ist auch ein Sektmate, oder? Nee, jetzt bleib ich hier. Gut, dann... Ja, stimmt. Wollen wir jetzt schon? Nee, das sind wir ja chronologisch noch gar nicht. Na, wir sind doch eh schon chronologisch. Wir können eh nicht alles durchsetzen. Ich wollte gerade sagen, dafür ist zu viel passiert, glaube ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, zwei, also wahrscheinlich, wenn wir es wirklich alles ausreizen wollen, würden wir wahrscheinlich 5 Stunden hier sitzen. Ja, bestimmt. Okay. Das definitiv. Aber wenn du was hast, was du gerne erzählen willst, dann hau raus. Nee, genau, das war dann, es war ganz lustig mit dem, als wir dann mit Lifeline und so weiter das Ding gestartet haben. Also Lifeline dann wirklich. Es lief dann halt darauf hinaus, dass Lifeline gesagt, ich bin dann nach Dresden gefahren zu Lifeline und Mission Lifeline und die haben dann gesagt, okay, pass auf, ja, wir machen das, wir starten das auch nicht, ihr braucht gar nicht versuchen, das Geld selber aufzutreiben und hast nicht gesehen, ihr habt bewiesen, das Schiff läuft, es fährt, es taugt was. So, ab dem Punkt zusammen, was braucht ihr irgendwie? Und wie geht's weiter? Wir machen das zusammen. Wir machen das zusammen. Ne? Und im Prinzip werden wir, ihr seid voll mit dabei und wir unterstützen und es wird am Ende unter Lifeline-Flagge in See stechen. Das heißt, die unterstützen euch auch mit Workpower. Also sie sagen auch, ey, braucht ihr einen Schweißer? Wir haben da jemanden irgendwie, der sitzt da. Es läuft komplett über Lifeline. Genau. Wobei man auch schon sagen muss, also es ist eher so, also es läuft komplett über Lifeline und wir unterstützen Lifeline. Also mit dem Ganzen, was gerade was Raphael an Infrastruktur hier in der Gegend um den Liegeplatz vom Schiff jetzt hat und an Erfahrung und an Leuten, die er kennt. Ich würde sagen, das Schiffsmechaniker-Netzwerk, was du ja wahrscheinlich hast, ist wahrscheinlich ein Gold. Genau, wir bringen einfach eher unsere Netzwerke noch mit dazu rein, weil Lifeline halt bisher auch einfach noch nicht in Deutschland gearbeitet hat. Genau. Ist halt auch so, ne? Wenn die in der Werft waren, waren die in Spanien oder in Italien und das ist halt das, wo wir einfach viel dazu beitragen konnten, dass wir einfach hier unterstützt haben, um wirklich innerhalb von Wochen das Ding hier in Deutschland zum Laufen kriegen, was wahrscheinlich ohne uns schwieriger geworden wäre, weil die bisher halt einfach nur woanders gearbeitet haben. Also im Grunde genommen die perfekte Synergie im Grunde genommen eigentlich. Genau, auch mit dem Verein, genau. Definitiv. Wo wir einfach auch was beitragen konnten und sagen konnten, gut, dass ihr die Kohle habt, um das Ding zum Starten zu bringen jetzt. Wir bringen unseren Teil mit rein. Genau, richtig. Der stille Gast denkt nach. Ja, genau. Ich stelle jetzt gerade, wo wir gerade sind. Und dann, du hattest irgendwas mit dem MDR und Punk. Genau. Eigentlich war nämlich die Frage, warum überhaupt C-Punks? Es war total knuffig, weil wir dann, dann hat der MDR in Dresden natürlich dann hat der MDR als erstes über uns, über Mission Lifeline
und das neue Schiff berichtet. Im Fernsehen war es, glaube ich, ein kleiner Beitrag dann. Ne? Sind die auf euch zugekommen eigentlich? Also haben die gesagt, irgendwie, wir haben gehört? Oder? Sind auf da gibt es ja regen Kontakte immer. Genau. Also der MDR, weil halt hier, ne, Sachsen. Okay, kann man tatsächlich mal eine Lanze für den Öffentlich-Rechtlichen brechen, dass die tatsächlich auch Interesse haben und zusammenarbeiten mit Mission Lifeline und Bock haben. Sowas. Absolut. Und das ist auch nicht nur, dort so. Also den gleichen Effekt hatten wir dann auch bei uns in der Region mit dem SWR. Mhm. Also da wird viel gemacht und zwar auch wirklich zielgruppenunabhängig, wirklich von den, wir haben jetzt Ende Januar haben wir in so einer Nachmittagssendung im SWR, die quasi so Rentner als Zielgruppe hat, dort wird jetzt über uns als Projekt berichtet und also öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Danke. Es funktioniert dann doch. Ich habe immer noch nicht gedacht, wie ihr dann auf C-Punks gekommen seid. Die sind total betrunken und wissen, glaube ich, selber nicht, wie wir richtig, genau. Ja, ich werde auch die ganze Zeit unterbrochen. Hauptsache gut geschmiert. Ja, das ist auch nicht so, genau. Als würdest du nicht wenig reden, aber gut. Er hat halt das erste Bericht und es war so cool, weil ich glaube, da stand der Name schon. C-Punks, ne? Weiß ich gar nicht. Egal, weil das Coole war halt, das waren dann die drei Brüder, die aus der linken Szene kommen und einer von den drei Brüdern hat seinen Job bei der Bundespolizei aufgegeben. Also, ja, klingt sau überzeugend, danke. Stimmt halt nicht. Ja, genau. Das war halt, es stimmte nicht. Es war eine Punktlandung, das war richtig cool. Ja. Genau, die Namensfindung war aber, glaube ich, gar nicht so, gar nicht mehr auf uns drei gemünzt, sondern... Nee, das war am Ende, genau, das... Das war ein Dunstkreis. Ey. Also Punk sollte auch nicht in dem Sinne verstanden werden, dass sich irgendjemand jetzt irgendwie als Punk nach irgendwelchen... ich mag mein Essen, ich will es gerne fotografieren. Das ist gut. Ja. Nach irgendwelchen Klischees ist irgendwie identifiziert, sondern im Endeffekt... Also man muss ganz ehrlich sagen, es klang einfach gut. Es klingt auf jeden Fall gut. Und im Endeffekt hat es auch einfach viel und es ist schon mehr als das, es klingt gut, es hat auch viel mit der Herangehensweise zu tun, wie wir das machen. Einfach. Ich wollte gerade sagen, die Assoziation zu DIY machen. Ist halt auch da. Genau, ne? Genau. Aber selber DIY machen. Halt irgendwie machst du dir selbst halt. Genau, und das ist, also wir hatten jetzt im Sommer oder im Spätsommer haben wir einen Artikel in der Taz, der so überschrieben war, Punk bedeutet selber machen. Das ist im Prinzip das, wofür das Punk in C-Punks für uns steht. Dieses nicht warten, dass irgendjemand anders das macht, sondern einfach sagen, was finden wir scheiße? Okay, dann versuchen wir das auf unsere Art zu lösen. Und das haben wir selbst gemacht. Genau, und das hast du auch gemerkt an den Freiwilligen, die dann, also wir sind da wirklich ab dem ersten Tag, haben wir Freiwillige bekommen über unsere eigene Connection, also diese C-Punks und so weiter. Das ist ja schon in unserem eigenen Dunstkreis entstanden mit unserem Umfeld. Leute, die wir hatten, die ihren Beitrag leisten konnten. Ne? Mhm. Und ein bisschen Lifeline mit ihrem Umfeld an Unterstützern und ihren Aufrufen. Es ist so elegant, was du hier treibst. Es ist der Wahnsinn. Und dann hast du auch gemerkt, ne? Dann, nee, ich will ein Brettchen haben von dir, bitte. Also wir sind hier in Hamburg in der Werft eingelaufen, ne? Das ganze Werftgelände war zugestellt mit Wagen, ne? Weil wir halt diverse Leute von den Wagenplätzen halt, die alle angekommen sind, ne? Dann hast du ganz viel aus der, die Handwerker aus der Walz hatten wir, die auf der Walz waren, viele, ne? Dann auch immer wieder gute aus der Hausbesetzer-Szene haben wir viele da gehabt, ne? Und da hast du einfach auch gemerkt, es ist auch nicht absolut, es ist eine Punktlandung gewesen, weil genau das ist das Klientel, was du, ne? Das sind die mit dem alternativen Wohnen und so weiter. Das sind die Leute, die auch ihren Beitrag leisten können in diesem Rahmen. Ne? Und ja, die eigentlich in kleinen Wohnungen ziemlich groß denken können. Also das ist ja, geil, so. Geil, genau das so. Ist halt ja. Tatsächlich, das genau. Merke ich halt auch immer wieder. Halt, ne? Also gerade die Projekte, die wir halt auch so machen, halt, sei es halt irgendwie Mikados halt etc. Irgendwie so habe ich ja auch immer so ein bisschen Bezug zu NGOs halt so. Und tatsächlich die Leute, die es am Ende reißen, sind halt Leute, die auf dem Wagenplatz wohnen, die irgendwie alternativ interessiert sind halt. Und du hast, also klar hast du immer mal wieder so ein paar Cracks dabei, die dann halt auf einmal aufpoppen. Aber so, es sind tatsächlich so die Szene, die halt auch wirklich diesen DIY-Spirit halt mit sich tragen. Ja, halt, ne? Und die halt auch wirklich arbeiten bis zum Umfallen. Irgendwie einfach für die Sache halt. Genau. Ne? Einfach richtig. Wirklich so, die halt nicht sagen, so, ne, jetzt ober hier, also gewerkschaftlich ist jetzt eine Kippenpause angesagt, halt, so ich mein jetzt mal. Genau. So, aber halt auch dieses freie Arbeiten lieben halt, ne? Was genau, also es ist auch echt wirklich, also so wie du gerade sagst, so ein Ding, was ich im Nachhinein einfach als
Also der Name war irgendwie halt, das kam halt irgendwie so. Aber im Nachhinein hat sich einfach rausgestellt, dass dieses Punk tatsächlich das ist, was am besten beschreibt, ja, Punk machen wir. In welcher Art wir das angehen. Der Bohnenkraut heißt es. Geil, wie du so, wie du so, wie fair. Das will ich auch noch finden. Aber ihr habt ja einen eigenen Punk-Song, tatsächlich. Also das war nämlich, das ist mir tatsächlich auch erst relativ spät erst aufgefallen. Die Punk-Brücke kannst du jetzt noch schlagen. Zum billigen Ingo. Ja, es wäre schön, wenn Benny Audio auch hier wäre. Ja, wie gesagt, ich finde es auch sehr schade. Also nochmal schöne Grüße an Benny. Ne? Auf jeden Fall. Obwohl ich es auch immer ganz lustig finde, weil ansonsten ich bin ja eigentlich der immer nicht vor der Kamera steht. Mhm. Also ich stehe dauernd vor der Kamera, weil ich halt immer auf dem Schiff bin. Ne? Aber immer wenn es um Öffentlichkeitsinterviews hast du nicht gesehen, das bin ich immer heilfroh, dass Benny und Gerson mir das abnehmen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, so viel wie du redest. Nee, ich kann das ja auch gut. Ja, genau. Aber deswegen habe ich auch heute auch schon um 2 Uhr angefangen, Bier zu trinken, damit es läuft halt. Ne? Wolfs im Schafpelz, ja. Ne? So ein bisschen gerade. Das übernehmen normalerweise die. Und genau, Benny ist Sänger einer Band, das ist zum billigen Ingo. Und das schon weit vor dem Schiff gewesen und er hat gesagt, komm, ich mach jetzt gleich nochmal einen Seapunk-Song. Ja, er hat sich halt immer wieder ist permanent am Songs schreiben und so weiter und Benny hat relativ bunte Haare. Nee. War das nicht der? Wer ist denn der? Ja klar, natürlich, dann kannst du deine Videos selber nicht geguckt. Da gibt es auf jeden Fall einen, der hat Tunnel im Ohr, ist nämlich auch die ganze Zeit immer am Motor zu machen. Und das ist nämlich der... Nee, das ist Michel. Das ist Michel. Okay. Das ist auch immer der... Das ist mein Kumpel. Das ist Abfahrt Peng? Nee, wie sagt Attacke Peng. Attacke Peng. Attacke Peng, der erste Name des Schiffs war super. Ah, das war der erste Name vom Schiff? Ja, also das war, als wir den als wir das Schiff aktiviert haben... Was ist jetzt Rise Above, sagtest du, ne? Rise Above, genau. Rise Above, ja. Sagt ihr nichts? Ist ein Band. Black Flag. Das ist ein Black Flag Song. Stimmt. Der Song von Black Flag, genau. Stimmt. Genau. Und da war das über hinwegsetzen, ne? Europäische Politik, mit dem Finger hoch, ja. Das war der Gedanke, nee. Nee, das war Michel und Michel ist mein Kumpel, mit dem zusammen ich ja die Maschine aktiviert habe damals. Das ist das Bodenkraut. Genau. Nee, das ist Majoran. Ja. Hauptsache einer weiß es. Okay. Nee, aber wenn du das Video geguckt hast, dann ist es... Ich habe natürlich alle Videos Benny, geguckt, wie alle anderen auch diese Videos gucken sollen. Richtig, genau. Benny, der vor der Überfahrt sagt... Oh, Bootfahren finde ich auch voll scheiße. Das ist der auch nochmal schnell ausgestiegen ist, bevor es wird. Ja, genau, das ist Benny. Aber das fand ich eh ganz geil. Ich finde diese Charakterzeichnung, die ihr in diesem Videoblog habt, finde ich ziemlich großartig halt so, ne? Weil, also, ne, was ich halt schon meinte halt auch so, ne? Dass so diese Bedenken halt irgendwie, okay, wir machen jetzt gerade was uns tatsächlich eventuell wirklich irgendwie vor einen Gerichtshof bringen könnte halt irgendwie. Das Kompliment geht dann ja in deine Richtung wahrscheinlich auch mit dem Videoschnitt und mit der Auswahl, wie ihr das darstellt halt so. Aber es ist schon geil, wie diese Charaktere gezeichnet sind bei euch im Videoblog halt. Ne? Also, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also ich habe jetzt selber, ich komme halt so von dem, was ich bisher filmisch gemacht habe, eher aus der Werbung. Mhm. Und das ist so das so dieser nette Nebeneffekt, genau wie für Raphael halt auch. Und für also was wir vorhin schon mal hatten mit diesem... Mit dieser beruflichen Vorgeschichte, dass jeder jetzt da irgendwie sein Wissen einbringen kann, aber auf der anderen Seite auch weiterlernen kann in dem Berufszweig, abgesehen davon, dass es einfach ein gutes Ding ist, ja, voll, wofür wir das machen. Und da ist das auch so ein Ding, also ich habe bisher keine Dokumentarfilme gemacht und das im Prinzip arbeite ich da ja gerade dran. Das Ziel sollte immer noch sein, was Längeres zu haben, so zum Ende. Und da war schon der Anspruch auch, da möglichst wenig zu interpretieren oder darzustellen. Oder ich versuche die Leute einfach so zu zeigen, wie sie sind. Ja. Und es ist halt tatsächlich so, genau diese Leute haben wir, die genau so, wie das, was du jetzt gerade als so super positiv da, die sind einfach genau so. Ja, also das kann ja halt auch sein, dass es in meiner Wahrnehmung halt genau das, also meine Überlegung. Also es ist schön, wenn das genau das ist. Felix ist halt so die rheinische Frohnatur, die lachend in die Kreissäge läuft. Irgendwie, ich bin eher so der konservative Norddeutsche, so der Sachen gerne halt auch immer mal wieder durchdenkt und irgendwie so, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, was wir da irgendwie jetzt gerade anstellen. So, und das fand ich aber tatsächlich in dem Videoblog ziemlich geil gemacht halt. Also zumindest hatte ich so ein bisschen das Gefühl so, okay, die Jungs merken gerade, worauf sie sich einlassen und was das eventuell für Konsequenzen haben kann. So, und das finde ich mega gut rübergebracht. So, ne? Das ist halt wirklich so, also wie gesagt, das kann bei mir so ankommen, vielleicht kommt es bei anderen Leuten anders an. So, aber das fand ich schon ziemlich geil, weil so ein bisschen so irgendwie,
so der Schisser irgendwie halt, ne, so ein bisschen, irgendwie, der dann sagt, oh nee, mit Booten habe ich eigentlich überhaupt nichts zu tun, der sich aber ein Boot gekauft hat, um damit Seenotrettung zu machen. So, dann halt irgendwie, ne, dann so deine Kumpels, die halt irgendwie mega laut sind und irgendwie so, ey komm, machen wir halt irgendwie. Also, ne, also dass ich die Quintessenz einfach mega sympathisch und auch einfach wirklich sehr, sehr nah an der Realität halt, ne? So, und irgendwie, das bockt halt einfach euch beim Arbeiten zuzugucken halt irgendwie. Und es wird halt einfach geil übertragen halt irgendwie tatsächlich so, dass man halt wirklich so das Gefühl hat, okay, das sind halt wirklich auch mal so Dinger, ne? Also, ich meine, ich weiß nicht, so eine Carola-Rakete. Das beste Werkzeug aller Zeiten, das ist der Wahnsinn. Ich könnte direkt mal sagen, ich könnte direkt mal sagen jetzt hier, ne, ich habe mir jetzt auch mal ein Bier aufgemacht, ne, 6 Bier später, die erste Stunde ist übrigens um mich, würde ich freuen. Oh, ja, oh, ich dachte schon, wir wären viel weiter, sehr gut. Nee, nee, hier kommt ja noch kein Topf irgendwie, warte mal, ey, ne? Ich habe gerade eben schon überlegt, solange du nicht kochst, meinst du, wir können jetzt hier eine Pausenzigarette, jetzt nee. Eine Stunde, eine? Nee. Nee, wir ziehen das jetzt durch. Ne? 2 Stunden an die Raucher, ich find's geil. Ja, ich als alter Nichtraucher irgendwie ja. So. Ne? Der Ex-Raucher. Für alle, die Videos vorher schon gesehen haben, Raphael raucht seit 2 Monaten nicht mehr. Wieso, weil du so gestresst bist oder was? Das kann man sich kaum vorstellen, wenn man ihn in den Videos sieht. Auch übrigens das, was ist zu doll ins Geld gegangen. Eine nach der anderen und jetzt raucht er nicht mehr. Das war echt extrem viel, ja. 5 Packungen am Tag, das kostet einfach zu viel Geld, weißt du? Wenn es mal so weh, also wenn der Raphael einen halben Tag schläft, dann kommst du mit 5 Packungen hin. Ja. Aber habt ihr mal durchgerechnet, wie viele Stunden Arbeit ihr bis jetzt da reingesteckt habt? Ja. Also wie ist denn überhaupt, also wann habt ihr denn angefangen, irgendwie dieses, also ihr sagtet August. Okay, pass auf, wir müssen noch einen Schritt vorher, bevor wir da, der Grundgedanke war ja, dass wir als Sportboot losfahren können, ne? Und wir haben das Ding dann im November gekauft, im Dezember überführt, so Pi mal Daumen, ne? 21. Dezember 2019. Überführt, genau. Haben wir es dann nach Glückstadt in den Hafen geholt. Im Prinzip haben wir am 1.1. haben wir angefangen zu arbeiten. Genau, weil im Januar kam, also im Januar kam das Mare Liberum-Urteil. Mare Liberum ist die Sea-Watch. Alter, du kannst aber auch laut... Ey Mann, ihr Mob! Entschuldigung, ich nehme mal das andere Brettchen in den Häuser. Der Wind. Zypern. Er grölt das fast so gut wie Richard. Ja, fast. Nur, dass Richard den Ton nie trifft. Nee, genau, ja. Ja, ich hab den Job als Frontmann habe ich leider verpasst. Ah, aber ganz knapp, ja? Ja. Kann auch kommen. Wer weiß, ich wollte ja auch nochmal Techno-DJ werden. Ja. Techno kommt auch irgendwann wieder. Ja, auf jeden Fall. Nee, genau, und im Januar kam das Mare Liberum-Urteil. Mare Liberum ist die Sea-Watch 1. Die ehemalige, und die wurden, haben im Januar diesen Jahres bestätigt bekommen, dass sie halt weiter als deutsches Sportboot fahren dürfen und als deutsches Sportboot auch kein Schiffssicherheitszeugnis brauchen. Okay, was bedeutet Schiffssicherheitszeugnis? Ist halt wie eine TÜV-Abnahme, okay. Ne? Die aber braucht halt nur ein kommerzielles Schiff und kein Sportboot. Okay. Das ist der Unterschied. Und da haben wir gesagt, cool, das ist das Urteil, was wir brauchen. Weil Mare Liberum fährt als Sportboot, sie haben es gerade gerichtlich bestätigt bekommen, Attacke, los geht's. Ne? Und dann haben wir Vollgas gegeben und haben renoviert und haben angefangen Stunden zu schrubben auf dem Dampfer, ne? Und haben gesagt, okay, jetzt borseln wir uns den zurecht. Was wir halt nicht wussten, ist, dass ab diesem Urteil im Hintergrund Vater Staat angefangen hat zu arbeiten und hat gesagt, okay, pass auf, wie kriegen wir das Ding gedreht jetzt? Genau, so als kurzer Abriss, das Ding war das ist das Urteil, also beziehungsweise das ist die Mare Liberum hat eine Festhalteverfügung gekriegt, ihr dürft jetzt nicht mehr weiterfahren, weil ihr seid angemeldet als Sportboot, aber das, was ihr macht, ist keine Freizeit, sondern ist ehrenamtliche Arbeit. Mhm. Dann hat ein Gericht bestätigt, ehrenamtliche Arbeit ist trotzdem Freizeit. Und in dem entsprechenden Gesetz steht drin, ein Sportboot darf zu Sport und zu Freizeit und Erholungszwecken benutzt werden. Und deswegen haben sie gesagt, ja, ehrenamtliche Arbeit. Sport und Freizeit. Sport und Freizeitzwecke, genau. Doch, richtig. Das war's. Genau. Sport und Freizeitzwecke. Und dann hieß es ja, ehrenamtliche Arbeit ist Freizeit, hat das Gericht gesagt. Alles klar, macht weiter. Und dann hat das Verkehrsministerium sich gedacht, vielleicht haben wir das falsch formuliert. Dann formulieren wir es doch mal um und nennen das Sport- und Erholungszwecke. Und ehrenamtliche Arbeit
ist dann nicht mehr als Erholung definiert und damit war das ganze Ding so gedreht, dass du halt jetzt gesagt wurdest, jeder, der gemeinnützige Arbeit auf dem Schiff macht, und das gilt sowohl für jetzt alles, was humanitäre Zwecke angeht, als auch alles, was Umweltschutz und so weiter angeht, also auch Greenpeace ist durchaus davon betroffen. Man kann das, glaube ich, je nach Auslegung bis zum DLRG hochschaukeln, die damit quasi Probleme hätten, je nachdem, wie großzügig man da von gesetzgeberischer Seite ist. Aber so, dass quasi gesagt wird, egal, ob du jetzt für Geld arbeitest oder nicht, das ist Arbeit, also wird es behandelt wie ein Frachter, letztendlich, vereinfacht gesagt. Mhm. Und das war so das Ding, was diese ganze Sache halt komplett durcheinander gemacht hat. Und wir werden halt von der Logik her, dieses Sportboot einsatzklar zu kriegen, war die Kalkulation und da waren wir auch ganz gut davor. Sollen wir mal die Platten heiß machen? Kommt jetzt, geht jetzt, warte, ich mach gleich, ich lass sie nur eben ausdrehen. Und lass mich lügen. Ja, wollen wir Plätze tauschen? Ich bin der Behauptung, dass der Smoochie gesagt hat, das sind die funktionierenden Herdplatten, nicht die da hinten. Nee, warte, wir haben das angekält. Ne? Misch dich mal nicht hier ein. Oh. Der Smoochie weiß hier schon ganz... Nicht beim Kochen. Der Smoochie weiß hier schon ganz genau, was er macht. Raus. Aber wenn ihr jetzt soweit seid, dann möchte ich doch den Maschinisten mal eben fragen. Ich habe da zwei Schalter mit... Land und... Mit Tape markiert, ne, für ganz einfach. Und dass ihr den Schalter 4 mal auf die... Also zwei sind mit Tape. Genau, die zwei mit Tape, die schaltest du mal bitte beide auf 3. Ganz rum. Sehr gut. Ja, ist ja so geil, wenn jetzt die Lampen an. Die gehen viel leichter als die bei uns. Nee, jetzt hast du sie aber auf 1. Die Spitze ist 3. Das macht Sinn. Aber viel Geklacke für nichts, ist cool. So, sehr gut. Oh, komm, du kannst jetzt eine halbe Stunde warten, bis die dann, warm werden. Dann, wir haben die gleichen scheiß alten Dinger da. Da sind Schnellheizplatten dabei, habe ich gerade erfahren. Würde ich jetzt nochmal eben für unsere Zuschauerinnen haben wir nicht. In die Kamera gucken. Keine Sorge. So sagen, wie es jetzt weitergeht. Wir haben jetzt hier einen Topf und eine Pfanne auf dem Herd. In dem Topf würde ich... ein bisschen Margarine erhitzen und in der Pfanne würde ich ein bisschen Margarine erhitzen. In den Topf füge ich dann den Sellerie und die rote Beete ein und brate sie so ein bisschen glasig. In der Pfanne, da schmeißen wir die Zwiebeln und den Knoblauch rein, braten den glasig und schmeißen dann die Kartoffeln hinterher. Und meine Großmutter hat gesagt, leicht anbraten, ne? Also nicht so fett. Wenn wir das fertig haben, also wenn das fertig ist, gerade in dem großen Topf, dann löschen wir das mit der vorher angefertigten Gemüsebrühe, wenn ihr unsere Anleitung richtig gelesen habt, in die ich gerade noch extra ein bisschen Fenchel, ein bisschen Wacholder, ein bisschen Majoran, Bohnenkraut und einen klein geschnittenen Apfel beigetan habe. Und das lassen wir dann mal aufkochen. Wo ist der Apfel? Der ist klein geschnitten und in der Gemüsebrühe, wie ich gerade gesagt habe. Da wäre kein Apfel, kein Schuss Apfelsaft. Und das lassen wir dann mal aufkochen und bis dahin machen wir erstmal und jetzt könnt ihr weitermachen. Und dann unterbreche ich euch gleich nochmal und sage dann wieder, wie es weitergeht. Ich bin echt enttäuscht, weißt du das? Wovon? Das also so deine Kochversuche, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, die waren viel banaler, viel armseliger. Du gehst das echt professionell hier an, das ist echt... Ah, das tut mir leid. Ja, also du meinst ja, vielleicht habe ich in dem Folge gekocht. Die du vielleicht war es deswegen besser, das könnte sein. Ja, das wird's gewesen. Ja, ich habe irgendwie nur einen mit der leeren Sektflasche rumwedeln sehen. Nee, was war's? Ich weiß es nicht mehr. Und versucht damit Teig zu rollen. Ah, das war, ja, übrigens vielen, vielen Dank an den CCC, dass sie uns nach dem letzten Jahr wieder eingeladen haben. Trotzdem wieder eingeladen. Das war... Es gibt so einen schönen Moment in dieser Aufnahme halt, wo mir einmal so, da sitze ich auf dem Sofa und ich habe es ja auch im Nachhinein dann erst gesehen zum ersten Mal irgendwie und ich sitze auf dem Sofa und ich war halt echt durch an dem Tag. Hast du eingeschlafen? Nee, ich bin nicht eingeschlafen, aber kennst du das, wenn man sich mal so kurz hinsitzt, in die Luft starrt und so komplett alle Gesichtszüge entgleisen und man wirklich einmal so ganz kurz so, also eigentlich das, was glaube ich so dieses Zen irgendwie ist, eigentlich, dass du einmal so komplett den Kopf leer hast. Und eigentlich auch gar nicht so richtig weiß, was du da eigentlich machst, aber wirklich einfach nur so ganz kurz. Und da gibt es so eine ganz kurze Sekunde in dieser Aufnahme, wo ich mich halt wirklich so angucke und wirklich denke so, okay, da ist einmal so richtig Durchzug. So, ne? so wirklich so. Der Faden läuft, alles cool. So ungefähr halt irgendwie, schön. Von daher. Aber dieses Mal wenigstens mit einem echten Herd und nicht einem aus Pappmaché. Ja.
Letztes Mal mussten wir uns, weil das ja in den Messehallen in Leipzig ist und die sich so ein bisschen angestellt haben wegen offenen Feuern in den Messehallen. Genau, richtig. Weiß man jetzt nicht, aber sagen wir mal zu Recht. Genau, und nebendran der 1200 Grad Ofen, ne? Da spricht nämlich wieder der Sicherheitsmensch und hier spricht der rheinische Frohsinn. Der konservative Norddeutsche. Ah, genau, und hier der rheinische Frohsinn. Also so, die haben uns unverständlicherweise verboten, da irgendwie Feuer, offenes Feuer in den Messehallen zu machen. Und darum waren die Mecklenburger nämlich so nett und haben sich, wir haben uns einen Pappofen gebastelt, den Toni gebastelt hat, und wir haben das dann in den Pappofen geschoben und dahinter stand, wer von den Mecklenburger nochmal? Und der beste stille Gast. Der beste stille Gast, den wir je hatten, stand auf jeden Fall einer von den Mecklenburgern und hat es hinten entgegengenommen, ist in die Kantine, in die Catering-Küche gerannt und hat uns da unseren Flammkuchen gebraten und ist wieder zurückgerannt und hat ihn wieder reingeschoben irgendwie. Aber ich glaube, das war nicht mehr so. Nee, das ist leider, das haben wir bis zum Sendungsende nicht geschafft. Aber wer uns regelmäßig verfolgt, der weiß schon, dass wir das meistens immer nur so weit hinkriegen, dass das Essen so im letzten Step ist und wir das selten schaffen, dass wir wirklich so... Einmal kurz probieren. Wir hofften ja heute mit den 2 Stunden, dass wir das jetzt ein bisschen mehr schaffen. Felix, was hältst du? Aber deine gute Kommunikation mit dem Smoothie beweist sich ja gerade, die Schnellkochplatte... Die Margarine rutscht. Läuft auf jeden Fall. Der meinte, die mit dem Kreuz sind Schnellkochplatten. Sind da irgendwo Kreuze? Ne, aber sind heiß. Ja, sind heiß. Ja, 2 und 3 und du hast 1 und 4 angemacht. Läuft. Läuft, aber sind heiß. Das wird schon alles. Das wird schon alles. Vielleicht sind die Schnellkochplatten alle so laut. Aber wie gesagt, wir haben auch Zeit. Ja. Ne? Wir haben eine Stunde Zeit. Ich glaube, es passt. Wollen wir einmal... Kreuz. 1, 3. Soll ich vielleicht mal die Kupferfeuer für die Baguettes schon mal vorbereiten? Das ist schneller geht's nicht. Schneller wird's nicht. Dann stehe ich dir nicht im Weg. Ich gehe mal darüber. Wir haben bei uns auf dem Dampfer aber die gleichen Platten gehabt, also nicht ganz so groß, aber baujahrtechnisch und so weiter. Also die Schalter hier gehen auf jeden Fall gut im Vergleich. Und unsere sind noch schwergängig. Du musst es eigentlich mal mit der Rohrzange umdrehen. Ja, genau. Und das kriegst du noch für deine Butter. Aber das Coole ist, freut euch drauf, die Gas nochmal 2 Stunden nach. Das kriegst du noch für deine Butter dabei. Ja, kalt wird es hier heute nicht mehr. Nope. Hör auf, mit diesem Messer vor meiner Nase rumzufuchteln. Das ist schön. Schneid vor allem das Kabel nicht durch. Ja. Das meine ich. So, jetzt habe ich 3 Achten drin. Sehr gut. Ich lasche die ganze Zeit, ich habe ein bisschen Hunger. Ja, die rote Beete. Ach, ihr seid eine Rohkost-Kochshow. Sag das doch. So, dann schneiden wir alles meine klein. Meine Palle. Also, wir schon fertig. Hey! Wir kochen mir das ein bisschen eklig, aber sonst ist gut. Jetzt habe ich natürlich keine Schale für die Knoblauch. Na egal, ich krieg das schon hin. Du kriegst das hin. Ja, und hier ist eine Schale, worüber wir gerade noch geredet haben. Schale? Ah, perfekt. Nee, genau, ich war beim Zeitplan. Das ursprüngliche Zeitplan hat sich auf 3-4 Monate beschränkt, um dieses Boot unter Sportboot Grundsätzen. Er muss einfach nur laufen und muss für uns safe sein. Das heißt, wir haben uns unsere eigenen Grundsätze geschaffen, wie sicher wir sein wollen. Ne? Haben dann tolle Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr in Glückstadt bekommen, die uns beraten haben, wie wir feuerschutztechnisch das Ding am besten aufstellen. Das war ein ehemaliger Kumpel von mir. Danke, Sören Riegs. Und genau, das waren so die Grundsätze, die haben wir uns alle selber geschaffen, die Sicherheitsstandards und so weiter. Ne? Ja, das ist ja insgesamt auch viel Erfahrung aus der Seenotrettung im Verein, genau, die schon da war. Die uns der Verein dann mitgegeben hat und aus seinem Erfahrungsschatz der Mission. Und auch aus dem Netzwerk der anderen NGOs. Genau. Ne? Also aus. Ja. Zack, da müsste noch Knoblauch. Hier, heb mal mein Buch hoch. Da liegt wahrscheinlich noch Knoblauch. Nee. Ei. Hast du den Knoblauch dann aufgebraucht? Also wenn wir jetzt zu wenig Knobi haben, dann steige ich aus. Dann kannst du hier, nimm dir einfach was weg hiervon. Na gut. Ich glaube, es reicht. Ja, das reicht auf jeden Fall. Okay. Genau, also das ist ja gerade da. Es gibt ja dann schon einige Jahre an Erfahrung in der privaten Seenotrettung, wo auch viel Wissen geteilt wird. Und dieses ganze Thema Sicherheit, was ja jetzt da durch diese Schiffssicherheitsverordnung auf den Tisch gebracht wurde, ist ja so gesehen gar keins, weil in 4 Jahren ist nie irgendwo was passiert. Es gab keine schwere Verletzung auf irgendeinem Seenotrettungsschiff. Es ist immer alles gut gegangen und dann sagt halt Vater Staat da an irgendeiner Stelle, Moment, ihr müsst auch auf die Sicherheit achten, als ob es nie jemand getan hätte. Und das ist halt das Lächerliche an dieser Geschichte, dass da auf einmal
getan wird, als wäre Seenotrettung bisher so gehandhabt worden, dass es entweder Gerettete oder Crewmitglieder gefährden würde. Was ist ein bisschen gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vom Fusion Festival und der Polizeiwache mitgekriegt habt, die letztes Jahr gut durch die Presse gegangen ist, die halt in 20 Jahren Fusion Festival 5 Anzeigen wegen Diebstahl oder so hinter sich gebracht haben und irgendwie eigentlich gar nichts los ist und alle Probleme, die auf diesem Festival stattfinden, auch auf diesem Festival sehr gut und sehr professionell auch geklärt werden. Mhm. Und und in dem Sinne, in dem Sinne ist es halt irgendwie ein unglaubliches Bürokratieaufwandsding, was kein Mensch versteht, wo halt wirklich der Staat einfach nur sich einmischen möchte auf der einen Seite. Der möchte irgendwie teilhaben an eurem tollen Projekt. Ne? Und macht das halt, so toll finden. Und macht das halt auf einer Ebene, auf der die das können. So ein bisschen so hatte ich bei der Fusion auch das Gefühl. Also so, ich meine, die machen ja sonst immer während der Fusion rings um das Fusion-Gelände mega einen Aufwand an Polizeikontrollen und allem. Und auch gar nicht schlimm. Selbst da arbeitet das Fusion Festival mit der Polizei zusammen, so mit Kommunikation und irgendwie, ne, wir legen jetzt los und machen jetzt hier die Tore wieder auf, dass die Leute fahren oder so ein Kram, irgendwie, da findet Kommunikation statt und alles, ne? Und witzigerweise auch alle Bullen, darf ich ruhig sagen hier, ne? Ja, muss sein. Danke. Alle Bullen, die irgendwie so mit dem Fusion Festival zusammenarbeiten, fanden auch das Konzept mit, da muss jetzt plötzlich eine Polizeiwache stehen, das haben die auch alle nicht verstanden. Das ist genau das. Also alle Polizisten, die eng mit der Fusion zusammengearbeitet haben, haben es auch überhaupt nicht verstanden. Aber es ist halt tatsächlich so, der Staat will einfach auf irgendeine Art und Weise, und da sie halt alle Bürokraten sind, ist die Teilnahme halt irgendwie bürokratisch. Also entwerfen sie Knüppel, um sie euch zwischen die Beine zu werfen. Genau. Ich meine, bei uns ist halt das Schlimme, es ist halt einfach, also es wäre schön, wenn es eine Bürokratie wäre, aber das Ding ist halt, man muss es halt ganz klar sagen, die Kosten sind halt einfach, die haben sich verdreifacht. Ja. Und das ist halt kein Spaß. Also die Kosten für euch haben sich verdreifacht. Ja, genau. Und das ist halt, ja, okay, wenn man freundlich rechnet, und haben sie sich vielleicht verzweifacht, ne, verdoppelt, weil man sagt, ein Teil der Kosten sind vielleicht auch Dinge, die teurer geworden wären, wenn das nicht passiert, kann sein. Aber die Kosten haben sich mindestens verdoppelt. Also ich glaube, das kann man relativ. Und die Zeit auch mindestens verdoppelt. Ja. Durch diese Regulation. Der Witz ist ja am Ende, dass sich dann jetzt im weiteren Prozess da so rausgestellt hat, dass einfach die Art und Weise, wie dieses Gesetz oder diese Verordnung zustande gekommen ist, europarechtswidrig war und wir jetzt quasi wieder unreguliert arbeiten können, zumindest für den Moment. Das macht das Ganze nur noch lächerlicher, aber ja. Ich bin aufgeregt. Lass zischen! Ich tue erstmal eine rein. Die Testzwiebel, die hau ich auch immer. Nee. Oh, es ist noch nicht da so geht noch gar nichts. Nee. Wir warten noch einen kleinen Moment. Halbe Stunde haben wir noch. Wobei ich jetzt mal behaupten will, also ich gebe Felix definitiv recht, wobei ich aber auch ein bisschen behaupten würde, dass euer... Neues? Ja, bitte. Soll ich gleich zwei, wenn ich mich schon... Ihr müsst ja kein Boot mehr fahren heute, ne? Was? Ihr müsst ja kein Boot mehr fahren heute, ne? Wie ist die Promillegrenze für Sportboote? Es gibt keine. Oh nein. Klar, logisch. Wenn du fahruntüchtig bist... Aber sie ist höher als wenn du ein Kfz führst, oder? Also nicht so nett wie beim Fahrradfahren. Nee, genau, richtig. Also wie viel darfst du denn mit dem Fahrrad? 1,6. Ah, guck mal, schöne Grüße an Rika, du bist 0,3 drüber. Kann er wohl sein. Okay. Nee, genau, aber die Erfahrung haben wir halt auch gemacht, gerade mit der BG, mit der Behörde, war halt, dass die Leute, die Gutachter, die vor Ort kommen, die face-to-face mit dir arbeiten müssen. Super Leute. Die sind voll auf deiner Seite und wollen das und so weiter, ne? Und es geht halt 1, 2, 3 Etagen höher, wo der Dämpfer kommt, ne? Und wo dir halt bürokratisch zwischen die Füße geschossen wird, ja. Genau so, ja. Also weil ich denke auch, ich kann mir halt vorstellen, dass der Fokus, der auf euch gelegt ist, halt nochmal ein bisschen ein anderer ist als die Polizeistation auf der Fusion. So, also ich glaube, euer Projekt ist wesentlich weitreichender als ein Festival mit 60.000 Leuten. Also und vor allem ist es ja auch anscheinend das Ding, was ich auch schon im Vorgespräch gefragt habe, ob es tatsächlich eigentlich das Ding ist, ob ihr euch mit normal geltendem Recht auseinandersetzen müsst, oder ob man schon sagen kann, okay, da sitzen wirklich anscheinend irgendwelche Instanzen, die halt sagen so, wir wollen es eigentlich nicht gerne. Oder, ne, also dass ihr halt wirklich dass ihr eigentlich mit gemachten Problemen konfrontiert werdet. Nicht mit bestehenden Problemen. So, ne? Aber also, das ist so eine ganz große Frage, die im Raum steht. Den Holzlöffel? Ja. Das kannst du halt am Ende nicht sagen. Da ist
Und geiles da gibt Ding, es, glaube ich, auch innerhalb der, ich nenne es mal Szene, auch unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema. Die einen sagen, das ist ganz klar politisch gewollt. Die anderen sagen, das sind Gesetze, die sind, wie sie sind. Lass mal gucken, was wir halt machen können. Ja. Am Ende ist es immer eine Interpretation. Und wir hatten da Leute von der BG an Bord, die gesagt haben, ja Leute, wir verstehen das schon, dass ihr das jetzt so interpretiert, dass es alles nur ein Gesetz gegen euch ist, aber es gibt auch mehr als nur euch. Ihr seid nicht der Nabel der Welt. Es gibt aber wie gesagt, viele Probleme, die dieses Gesetz verursacht haben. Keine Unfälle bei Seenotrettung in den letzten Jahren. Genau, also aber das ist da so dieses Ding. Dann hat der halt da erzählt, hat der, ich weiß nicht, wer es von denen war, aber einer von den BG-Gutachtern hat halt gesagt, ey, es gibt beispielsweise im Mittelmeer dieses Ding, dass da quasi private Kreuzfahrten veranstaltet werden unter dem Deckmantel von irgendwelchen Vereinen, um da halt keine Eintrittsgelder quasi versteuern zu müssen. Das ist wohl auch irgendwie ein Problem. Und der eine erzählt dir dies, der andere erzählt dir das. Ja, am Ende wirst du nie wissen, ob das wirklich jetzt jemand gemacht hat, um Seenotrettung zu verhindern. Es gibt Indizien dafür, dass das deswegen gemacht wurde. Aber du weißt es nicht. Ja, und ich meine, mittlerweile ist die AfD daran beteiligt, Gesetzesgebung zu machen. Ne? Also so, du brauchst keine fucking AfD. Da reicht doch die CSU. Da reicht eine scheiß CSU. Und das konnten wir auch Gott sei Dank belegen, dass wir sagen, du kannst ja das hinterfragen und sind dir pflichtig, dann auch Auskunft zu geben. Und du konntest es halt wirklich 1:1 zurückführen auf Scheuer und Seehofer, das Innenministerium, das Verkehrsministerium, die halt Handlungsbedarf da gesehen haben und den auch so durchgezogen haben. Ja, genau, Gott sei Dank war es halt Scheuer, weil Scheuer kann keine Gesetze schreiben, deswegen ist es halt wieder weg, aber... Das war ja auch der Witz, dass irgendwie nachdem dieser StVO-Novelle, also ich bin vorher schon in einer Initiative gewesen, wo es eher um das Thema Verkehrspolitik ging. Da haben wir schon viel mit dem Verkehrsministerium zu tun. Da war das ja auch mit der StVO-Novelle, die quasi nichtig gewesen ist durch einen Formfehler im Verkehrsministerium. Und da hatte ich damals schon spaßeshalber gesagt, lass uns doch mal gucken, ob die nicht irgendwie einen Formfehler gemacht haben. Bing! Und genau das ist halt passiert. Aber genau, also es gab ja, das war ja Frag den Staat, die, die da quasi sich dann Kommunikation haben zeigen lassen zwischen Verkehrsministerium und der Berufsgenossenschaft, wo auch definitiv Aktivitäten nachweisbar waren, die zumindest die NGOs aus dem Gesetzgebungsverfahren, da gibt es ja vorgeschriebene Verbandsanhörungen, die in so einem Gesetzgebungsverfahren vorgesehen sind, die wurden ausgelassen. Oh ja. Und krass. Da kann man zumindest unterstellen, dass da ein Interesse da war, bewusst die Seenotrettungs-NGOs da rauszuhalten. Deswegen, die Indizien sind da am Ende. Ja, ich meine, wir haben immer noch CSU-Politiker, die sagen, Cannabis wird nicht legalisiert, weil das ist ja immerhin kein Brokkoli. Ne? Ja. So. Es war auch ganz süß, der Segler von meinem zum Beispiel, der hat sich auch dann gemeldet und hat gesagt, ey, pass auf, wenn jetzt unsere Vereinsmitglieder mit ihrer privaten Yacht rausfahren, ne, und dann Seenotrettung betreiben, indem sie einem anderen Segler, der halt 20 Seemeilen entfernt ist, ne, zur Hilfe kommen, weil der Motorschaden hat, und dann betreiben sie Seenotrettung. Das heißt, wenn sie zurück in den Hafen kommen, müssen sie ein Schiffssicherheitszeugnis vorzeigen, weil sie Seenotrettung betrieben haben. Mhm. Nur weil bei strenger Auslegung. Genau. Ja. Oder sie fischen einfach nur eine Mülltüte aus der Nordsee, weil sie Umweltschutz gefunden haben. Haben sie Umweltschutz betrieben. Das heißt, sie haben, in ihrer Freizeit sich halt nicht nur erholt, sondern haben auch noch Seenotrettung oder Umweltschutz. Ja, oder, betrieben. Ja, da kann oder noch viel greifbares Beispiel, wie bei einer Regatta ist ein Fotograf an Bord, der arbeitet für Geld auf diesem Schiff und macht Fotos von der Regatta. Schon bräuchtest du technisch gesehen ein Sicherheitszeugnis. Und ich wollte gerade sagen, noch viel hippiesker, jeder Segler, der sich so eine kleine Holzjolle hat oder so, der holt jedes Stück Plastik, was der in der Nord- oder Ostsee raus. Irgendwie. Ja, genau. Ist einfach, dazu ist man verpflichtet. Also, ne, also
emotional oder so, Morale, wie auch immer, aber irgendwie ist man dazu ja verpflichtet, so einen Scheiß aus dem Wasser rauszuziehen. Genau, und gerade diese, es gibt ja auch noch, Gott sei Dank, selbst in den Segler-Gefilden, Leute, die den Umweltschutzgedanken doch hochhalten und die sowas aus Goodwill machen und ja, die stehen dann da und sagen, okay, pass auf, aber wenn ich jetzt wieder in den Hafen einlaufe und es der Falsche gesehen hat, ne, das ist natürlich nur eine utopische Szene, das würde nie einer machen, aber dann steckst du da und sagst, ja, da muss ich mich auf Sicherheitszeugnis, muss sagen, wo ist mein Brandschutzkonzept, wo ist meine, ne, ja, Bullshit. Ja gut, aber ich glaub mal so in der Quintessenz kann man sich halt auch, glaube ich, darauf einigen, dass gerade so ein Thema wie Seenotrettung der Politik halt ein Dorn im Auge ist. Ja, also weil es halt auf dem, also Seenotrettung für mich weist Seenotrettung auf einen Missstand, den wir in Europa haben, hin. So, und ich glaube auch, dass die meisten Politiker nicht wirklich wissen, wie sich damit umzugehen haben, aber halt das Wissen ist ja da. Also dass halt Leute jetzt irgendwie, ich habe gestern gerade spaßeshalber tatsächlich, oder was heißt spaßeshalber, ist das falsche Wort, ich habe gestern Abend einfach mir mal den Wetterbericht von Moria angeguckt. So, einfach weil ich wissen wollte, ich bin gestern Abend nach Hause gegangen, war bei Felix, bin nach Hause gegangen, habe gefroren, wusste, ich komme jetzt gleich nach Hause. Und war halt wirklich so, okay, wie ist jetzt gerade die Temperatur in Griechenland? Ja. So, ne? Ich habe geguckt, 90% Regenwahrscheinlichkeit, 1,8 Liter pro Quadratmeter halt irgendwie. Und das 3 Meter vom Strand entfernt. Ne? Geht halt, ja, ey, und ne, Windböen bis zu 48 Mittelmeer. Stunden. Mittelmeer! Ja, genau, zum Urlaub, ja. Windböen bis 48 Stundenkilometer halt irgendwie. Und habe mir mal so den 14-Tages-Bericht angeguckt und so, die Temperaturen gehen bis 9 Grad runter. So, ne? Und wir haben da Leute sitzen. Irgendwie, wir haben Kinder, irgendwie, die da liegen, die von Ratten angefressen werden nachts. Also ich meine, also über welche Probleme wollen wir uns beschweren halt irgendwie so. Und ich glaube, dass die Politik halt genau weiß, was sie da für eine Scheiße baut halt. Und genau das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, dass die sich halt nicht dieses, die wollen sich halt eigentlich nicht diese Karte zeigen lassen, so ey, ihr seid eigentlich die Oberarschlöcher genau. Halt. Genau, richtig, darum geht's halt. So. Ne? Es gibt halt diese UN-Charta, die seit 1949 sagt, du pass auf, das ist euer staatlicher Job, keine Leute auf See ersaufen zu lassen, Punkt. Egal unter welchen Umständen. Absolut. Ne? Und dafür müsst ihr eine Seenotrettung in euren Hoheitsgebieten hochhalten. Und noch nicht fertig. Da gibt es halt in Deutschland die doppelte Perversion, dass in Deutschland die Seemänner das für sich schon gemacht haben, bevor das kam. Ne? Das ist die DGZRF, die haben sich selber schon engagiert. Mhm. Die Deutschen haben gesagt, cool, dann brauchen wir es ja nicht selber machen. Wir delegieren das einfach weiter. Das macht die DGZRF bis heute mit Sonderrechten. Der Staat braucht sich nicht drum kümmern, ne? Aber umso peinlicher aber ist es halt, dass da, wo es drauf ankommt, wo es halt nicht gemacht wird, dass es da auch nicht gemacht wird, genau. Ja, wobei ich ja, das größte Problem sehe ich auf jeden Fall, also ich sehe das gesellschaftliche, den gesellschaftlichen Konsens irgendwie als das größere Problem, weil die Politik macht im Endeffekt das, was ihr Wählerstimmen bringt. Und dass sie es tun, weil sie es ihren Wählern und Wählerinnen nicht erklären können, das ist das, wo für mich irgendwie das große Fragezeichen steht. Was ist mit uns als Gesellschaft los, dass die Politik denkt, sie müsste diese Art von rassistischer Politik machen, um Wählerstimmen zu bekommen? Dann weißt du doch, dass in unserer Gesellschaft irgendwas falsch ist. Ja gut, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Dass also unsere, also ich kann also eine nette Anekdote. Ich hatte letztens beim Einkaufen irgendwie und ich wäre dieser Lady fast an die Gurgel gesprungen halt so, weil wirklich so, also wenn man sich das halt mal vor Augen ruft halt, also ich sag mal jetzt mal so, unsere Blase, in der wir uns bewegen, ne, so, die setzt sich mit solchen Problematiken auseinander. So, es gibt irgendwie drei Brüder, die kaufen irgendwie ein Schiff, wollen Seenotrettung machen halt irgendwie und dann stehst du aber halt im Mainstream an der Supermarktkasse und da stehen wirklich Leute, die sagen so, ey, die nehmen uns jetzt sogar die Weihnachtsmärkte weg. Normalerweise gehe ich gerne abends mal auf den Weihnachtsmarkt essen. Jetzt muss ich mein Essen im Einzelhandel kaufen. So, und ob ich jetzt über Weihnachten irgendwie in Skiurlaub fahren kann, ist ja auch immer noch nicht klar halt, ne? Und du merkst, also diese, also da habe ich halt häufig auch so, dass ich halt wirklich erstmal so stunned bin halt irgendwie und gar nicht weiß, also wirklich so dieses, sag mal, merkt ihr es eigentlich so? Also merkt ihr, mit was für Problemen ihr euch eigentlich auseinandersetzt und wie lapidar diese Probleme sind halt irgendwie? Ja. Und an was hängt ihr euch auf halt irgendwie so? Und wirklich, dass diese Gesellschaft halt tatsächlich es nicht gebacken kriegt, halt irgendwie in den also wirklich in Kommunikation zu treten, sich halt mal auf das Wesentliche zu berufen und einfach zu sagen, ey, da gibt es Menschen, denen geht es verdammt nochmal schlecht. So, und ich stelle jetzt meine Probleme zurück und fokussiere mich auf irgendwie was wirklich wichtig ist. So, ne? Also was ja auch meine Pflicht als irgendwie als Mensch halt ist, irgendwie einfach mal zu sagen, so pass auf, so da gibt es Leute, denen geht's richtig dreckig so. Und das ist der Grund, warum ich irgendwie sage, hey komm,
So, hier, nimm, take my money, aber, mach das. Genau, aber da bist du halt. Mindestens, genau. Das ist meine Pflicht als Mensch und nicht als Staatsbürger, sondern grundmenschlich, ne? Und da bist du wieder beim Punk, bist du wieder beim, ne? Ja. Sagen, pass auf, scheiß drauf, ne? Ey, es geht hier um die Basis, ne? Ey, und wenn ich in einem besetzten Haus gucke, dass ich klarkomme, und das ist das Niveau, was jeder von uns klarkommt. Ich hab dir gesagt, dieser scheiß Sprengler, das ist genau dein Ding, ey. Das ist ein super Sprengler, der verhindert, dass es hier brennt, ey. Ne? Ich hab super, dir gesagt, hol dir bitte keine Platzwunde, dann sprengt ein Max mir genau. dieses Brotmesser. Ich glaube, das ist so. Das hätte ich gerne einmal. Sehr gerne. Dann würde ich nämlich schon mal die. Das ist ein Brotmesser. Die Kräuterbaguettes beschmieren. Möchtest du noch mal kurz was zu der Knoblauchbutter, die du gemacht hast, sagen? Ja. Ich habe Salz nicht gefunden. Ich habe so oben geguckt. Ich habe hier ist irgendwie ganz viel, was das nach Salz aussieht, aber es ist kein Salz. Nee. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Also ich habe die Butter leicht angewärmt auf der Herdplatte. Mhm. Hab da jetzt ungefähr wahrscheinlich so anderthalb Knoblauchzehen reingemacht, ein bisschen Pfeffer. Mhm. Und hab dann hier noch aus diesem Riesenstrauch Petersilie, den wir haben. Da kannst du mir gleich auch noch was von hacken. Mhm. Kann ich machen. Genau, habe ich jetzt diese wunderbare Knoblauch-Petersilienbutter gemacht. Jetzt schneide ich noch die Ciabatta. Hast du die auf 3 gestellt? Ja. Ja. Ja, okay. Sollen wir was daran ändern? Nee, alles gut. Okay. Weil der funzt irgendwie überhaupt nicht. Ja, so jetzt, Entschuldigung, hast genau. du das Baguette dann irgendwie, schneidest du jetzt auf in Längsrichtung? Mhm. Und beschmier im Grunde genommen das Baguette auch in der Längsrichtung mit der Knoblauch-Petersilienbutter. Und das kommt dann je nach Ofen, das kann man ja beim Ofen immer. Ja, man hört mich überhaupt, wie wenn. Doch, je nach Ofen, du hast ein Mikro an, man. Genau, du hörst nur dich nicht. Wir sind ja keine Monitore eigentlich. Genau, jetzt bestreite ich diese Ciabatta-Hälften mit der Knoblauchbutter. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Geil. Für zwischen, ich würde mal sagen, so 5 bis 8 Minuten. Geil. Den Ofen lassen wir übrigens aus, weil wir festgestellt haben, dass der mega laut ist. Genau, das kommt dann erst danach. Am Ende der Sendung aus. Wie viel Zeit haben wir eigentlich überhaupt noch? Wir haben noch knapp eine halbe Stunde. Kann ich jetzt auch mal pinkeln gehen? Nee, Katze. So, ich habe jetzt der Sellerie und die rote Beete ist jetzt angeschwitzt. Ich mache jetzt diese Gemüsebrühe mit den Add-ons, an die ihr euch noch erinnert, die werde ich dazu reinwerfen. Dann bringen wir das Ganze noch, lassen wir das Ganze noch mal aufkochen. Dann könnt ihr die Pfefferkörner und das Tomatenmark beifügen und das Lorbeerblatt. Und dann kann man das so 20 Minuten unter Umrühren köcheln lassen. Achso, nee, und das ganze Gemüse muss auch noch rein. Entschuldigung, genau. Und dann lassen wir das 20 Minuten köcheln. Und dann, bis das Gemüse gar ist, und im Grunde genommen schmecken wir das dann mit Salz ab und es ist gut. Und jetzt habe ich euch noch nicht verraten, was wir mit dem veganen Joghurt machen und der Zitrone. So, und mit dem veganen, wir pressen die Zitronen aus und mischen den veganen Joghurt drunter, unterrühren, nennt man das in der Profisprache, glaube ich, bis, ich muss nochmal umrühren, Entschuldigung. Genau, gut umrühren und dann lassen wir das diese 20 Minuten ziehen, die wir hier das Gemüse gar kochen lassen. Und das ist hinterher so eine Beilage, da macht man immer so einen Klecks oben auf die Suppe mit drauf und dann gibt es das mit Brot dazu. Also gieße ich jetzt die Gemüsebrühe rein, warte bis sie kocht und dann packe ich das andere Gemüse, Pfefferkörner und alles andere geil, auch mit rein. Zack. Wie? Ich bin leise auf einmal. Ey. Entschuldigung. Hast du rausgemacht? Nein, ich habe es abgelöscht. Ich habe das angeschwitzte Gemüse abgelöscht mit der Gemüsebrühe. Was heißt jetzt abgelöscht? Abgelöscht heißt mit einem kälteren Produkt, ein heißes Produkt, eher kühler gemacht. Das war natürlich eine Frage für die Hörer. Raphael weiß natürlich sehr gut Bescheid. Was kann sich reinfühlen. Ne? In keine Ahnung von Kochen kann er sich reinfühlen. Richtig, genau. Er macht das die ganze Zeit mit dem Ablöschen. Ablöschen, genau. Also noch ist das Bier kälter als richtig. Als Raphael. Es sind aber auch noch 4 da, also das schaffen wir noch in den 25 Minuten, oder? 75 haben wir noch. Ist zu befürchten. Und immer dran denken, das schöne handgemalte Label nach außen drehen. Richtig, genau. Du hast mich in Berlin gibt es dieses Bier, wo nur Bier draufsteht. Bier. Bier. Ach, das war jetzt fast schon Werbung, Entschuldigung. Genau, und Felix wollte mich ja nicht mit ins Boot holen, um die richtig zu beschriften.
ins Boot holen. Das maritime Thema immer hochhalten. Alter, schnell ein Bootwitz. Den Bootwitz haben wir in den letzten 12 Monaten auch höchstens 2-mal gehabt. Ja, ne? Genau. Also, es ist halt... Lass uns mal... Gut, aber noch mal ganz kurz, also aber ich weiß nicht, entweder habe ich es jetzt gerade nicht mitgekriegt, weil ich mit diesem geilen Knoblauchbrot beschäftigt war, aber was sind jetzt eigentlich gerade die Hürden, die euch vor die Füße geworfen werden? Also was ist eigentlich das, was euch blockiert gerade? Großartigerweise blockiert uns im Moment gar nichts mehr, außer... Unsere eigene Langsamkeit. Naja, ich meine, Dinge, da im Endeffekt hängt ja viel auch davon ab, dass wir viele Baustellen angefangen haben, unter der Maßgabe, dass wir dieses Schiffssicherheitszeugnis bekommen müssen. Und diese Baustellen im Moment müssen wir das Schiffssicherheitszeugnis nicht mehr bekommen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ja, das EU-rechtlich irgendwie nicht ganz safe war. Das heißt, wir haben diese ganzen Dinge ja angefangen. Das wäre natürlich totaler Quatsch, die Dinge jetzt nicht zum Ende zu bringen. Und das nächste ist ja, dass natürlich, nachdem die jetzt gesagt gekriegt haben, ihr habt das Gesetz nicht EU-konform zustande gebracht, dass sie sich natürlich jetzt gut überlegen werden, wie sie das innerhalb der nächsten Monate möglichst schnell dann doch noch hinkriegen. Das heißt, wir bleiben natürlich jetzt weiterhin dran, dieses Sicherheitszeugnis zu bekommen, damit wir für den Fall, dass sie dann, und wir gehen davon nächsten Sommer aus, diese Verordnung dann so zustande bringen, wie sie das ursprünglich wollten, dass wir dann sagen können, ja, ist uns egal, hier ist der Schein, wir machen weiter. Und wir nutzen quasi jetzt die Lücke, dass wir natürlich trotzdem ein bisschen Gas geben und früher an den Start gehen. Schöne Szene, danke. Dass wir da ein bisschen früher an den Start gehen, als es ursprünglich gedacht war, weil wir eben diese großen Hürden im Moment nicht mehr haben. Aber trotzdem wollen wir natürlich alles erfüllen, weil wir damit rechnen, dass früher oder später dieses Gesetz in Kraft treten wird. Okay. Heißt aber, im Moment geht es einfach nur darum, schnell zu sein. Okay. Also wir stehen uns im Moment glücklicherweise gerade nur selbst im Weg. Was relativ wenig ist, das heißt, wir sind auch relativ schnell. Also es ist halt, um das nochmal im Klaren, im Prinzip haben wir halt, es war, als das Gesetz dann rauskam, haben sich alle NGOs, die Seenotrettung betreiben, zusammengesetzt und dann war die Überlegung, wie wollen wir das handhaben? Es ist eine neue Gesetzeslage, vor die wir gestellt werden dann war halt klar, dass unser Schiff zumindest theoretisch die Möglichkeit hat, so ein Schiffssicherheitszeugnis zu bekommen. Das ist halt wirklich eine hohe Hürde, ne, nach kommerziellen Standards zu arbeiten und vor allem erstmal in die Klasse reinzukommen. Und das war, dann haben wir gesagt, wir gehen den Weg, wir wollen es versuchen. Haben damit auch endlos viel Geld in die Hand genommen. Also wirklich in normalsterblichen Standard. Würdest du mir eine Gabe geben, bitte? Ich würde dir sofort gerne eine Gabe geben, ja. Ist es viel Geld gewesen und was wir da investiert haben in Dampfer und haben diesen Dampfer wirklich im Prinzip neu aufgebaut. Jedes Bauteil, alles was wir verbaut haben, was wir nicht manchmal nur was wir verbaut haben, sondern auch für alles was schon existiert, mussten wir nachweisen, dass es einem Sicherheitsstandard einer Norm entspricht, ne? Angefangen bei der Maschine, über den Rumpf, über die Isolierung, über die Fenster, die Feuerlöschanlage, es geht über jeden Furz. Ne? Am Ende geht es bis um die Länge und Breite der einzelnen Betten in den Kabinen. Halt. Ja, genau. Also jede Koje der Mannschaft ist quasi muss einem gewissen Mindestmaß entsprechen. Ich habe dich gefragt. Genau. Achso, Entschuldigung, habe ich nicht gehört. Und den Weg haben wir halt eingeschlagen und mit dem sind wir auch noch nicht durch. Jetzt haben wir aber die Gesetzeslücke und... Danke. Jetzt haben wir natürlich viele Baustellen aufgerissen. Wir haben alle Fenster rausgerissen, alle Bullaugen rausgerissen. Wir haben die komplette Maschinenisolierung rausgerissen. Wir haben angefangen, eine Feuerlöschanlage, eine festverbaute, zu installieren. Also auch viel von dem Standard, der 1965 überhaupt noch nicht, damals nicht gefordert war, aber den wir jetzt liefern. Komplett neue Notausstiege gebaut. Genau. Solche Sachen halt. Total. Ja. Und da sind wir jetzt noch nicht ganz fertig mit, aber ich denke, da stehen wir ganz gut davor. Okay, aber gibt es Bereiche, also ich meine, wir müssen uns auch immer wieder bewusst werden, wir haben gerade mindestens 10.000 ZuschauerInnen, wenn nicht noch mehr. Aber gibt es Bereiche, wo ihr sagen würdet, ey, da brauchen wir als nächstes dringend Hilfe, damit das Projekt weitergeht?
Oder es ist halt wirklich so, wie du schon sagtest, im Grunde genommen steht ihr euch selber im Weg irgendwie und warten, ja, es ist eigentlich abwarten. Genau, also. Es ist wirklich eher so, wir sind im Moment sind wir mehr oder weniger begrenzt durch die Anzahl der Leute, die auf so einem kleinen Schiff halt arbeiten können. Ja, genau, aber es ist halt schon so, dass wir jetzt also, ich hatte mit Felix vorhin drüber geschnackt, ne? Gelernter Tischler, was er mal so nebenbei rauswirft. Das ist total super, Felix, ja, mir genau. Platzt die Blase. Sagt der Mann mit der Metallschüssel. Alter, das tut mir so leid. Hast du eine Pfeffermühle hier gesehen? Zielsicher ist er auf jeden Fall. Ja, helfen. Genau. Und genau, uns fehlt jetzt bis zum 10. Januar haben wir keinen Holzwurm an Bord. Uns fehlt absolut eine holztechnische... Ja, ja, ich komme runter vorbei und helfe euch da ein bisschen. Genau, richtig. Und rettest, was zu retten ist. Richtig. Ich, ja. Ich bin der Seenotretter. Sag es. Der Seenotretter, der Seenotretter. Seenotretter. Genau. Ja, damit wäre das letzte Problem gelöst. Mhm. Quasi. Ja, das kriege ich hin, ey. Nee, aber genau da, so... Was wollt ihr denn noch in den Joghurt auf eurem Borsch? Wisst ihr kriegt so eine fette Kohlsuppe und dann kommt da so ein Klecks Joghurt. Ich würde noch ein bisschen Pfeffer reinmachen. Ist so Pfeffer... Ist so, bis jetzt ist es Joghurt und Zitrone. Ist schon lecker? Klobi. Ich würde ja den Joghurt weglassen, damit man irgendwas Scharfes reinmachen kann. Ja, du kannst schon noch so mit Tabasco nachwürzen, wenn du gerne möchtest. Ja, bei Joghurt braucht man ja doppelt so viel dann quasi. Ja, aber doppelt so viel ist auch doppelt so gut. Du musst auch keinen Joghurt auf dein Zeug oben drauf machen, aber... Das ist scharf. Cayenne-Pfeffer ist geil. Das ist ein Pfefferkörner. Cayenne-Pfeffer. Das ist der Porsche Cayenne, das ist Cayenne-Pfeffer. Der Cayenne-Pfeffer wurde nach dem Porsche benannt. Vielleicht wisst ihr, ich mag es auch gerne... Ich mag es original auch gerne scharf. Ich habe hier so eine Gewürzsalz-Chili. Mach ich da ein bisschen. Da brauchst du halt dreimal so viel wie normal. Ja, ja, genau. Aber halt geht. Reines Salz. Geht. Aber ich meine jetzt um so ein bisschen so eine. Ja. Warte, soll ich nochmal? Mach das mal. Ja. Ah. Ja. Ach, das war genau die Ecke. Oh, die gleiche Stelle wie vorhin. Danke. Der Lügner von Notre Dame. Oh, es sieht vor allen Dingen so gut aus. Ich mache gleich direkt ein Foto davon. Das genau, einfach nur, richtig gut. Und weil es geil aussieht, auf jeden Fall. Ja. Nee, genau, also wir brauchen permanent Freiwillige. Das ist steht immer wieder auf dem Zeiger. Ja, haben immer auch wieder halt gelernt. Wie seid ihr denn gecatert? Habt ihr dann so einen Smoothie, der euch hier bekocht und so? Genau, ab und zu haben wir wirklich das große Glück. Also wir hatten zum Beispiel, als wir im Trockendock waren, hatten wir... Paul und Sven. Paul und Sven. Das war das Wandergesellen auch? Haben wir auch immer mal wieder an Bord, genau. Ich habe mal eine Baustelle in Schweden gemacht. Für Monate lang und da haben wir auch Wandergesellen und dann kamen die an und bringen einen Zuckerbäcker mit. Ja, weil geil. Weil der kein Geld verdient hat, gerade im Sommer und der brauchte Arbeit. Und dann haben wir den als Handlanger eingestellt und es war geil, wir waren in Ferienwohnungen untergebracht. Wir sind immer irgendwie um 6 aufgestanden zum Arbeiten. Der hat jeden Morgen frische Brötchen, der ist immer um 4 aufgestanden und geil. Hat uns irgendwie Brötchen gebacken irgendwie. So war der Beste. Wir haben dem, das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Der hat 4 Wochen für uns gearbeitet. Wir haben ihm hinterher 1000 Euro Trinkgeld in die Hand gedrückt. Geil, schön, ja. Geil. Ja. Also genau, so haben wir das auch. Also im Prinzip haben wir halt, wir kümmern uns um die Küche selber, aber wir sind immer natürlich dankbar dafür, wenn das jemand federführend übernimmt, auch die Einkäufe und so weiter. Das macht meistens dann ungelernte Personen. Aber manchmal haben wir auch das Glück, dass wir wirklich professionelle oder semi-professionelle Köche mit dabei haben. Leute, die das mit Leidenschaft machen. Und das nehmen wir natürlich sehr gerne in Anspruch. Und immer wieder großartig gewesen. Richtig geil. Also ja. Plus, es kommt natürlich jeder, wenn du 2 Wochen hast, bis 10 Leute, hast du natürlich immer mal den Jackpot. Jeder hat so sein Favorite-Gericht, das knallt jeder mal rein und dann hast du die meisten Tage schon abgearbeitet. Ne? So, dann sag ich mal eben unseren Zuschauerinnen, die Gemüsebrühe kocht. Wir werden also jetzt die Lorbeerblätter habe ich hier. Sehr große, sehr leckere Lorbeerblätter, ungebrandet. Mag ich auch am liebsten. Wahrscheinlich handgepflückt von irgendwelchen Zecken in, wo wächst Lorbeer? Griechenland? Auf der Elbinsel Norder. Auf der Elbinsel Norder gepflückt. Ja, dann mache ich jetzt mal so 4 Lorbeerblätter dran. Den Pfeffer habe ich da schon reingeschmissen. Das lasse ich jetzt nochmal eben hier so ein bisschen... Habe ich mal eine Frage für dich. Da ist jetzt die Zitronensäure drin, ne? Ja. Und das floppt nicht? Nee, ich habe das auch nicht gerührt, dass das nicht floppt. Das ist der Trick. Man muss das immer ordentlich schicken. Ja, ich dachte halt immer, dass die Zitronensäure, also Joghurtprodukte, also zumindest... Also wenn man chemisch miteinander reagiert. Ja, dass die halt floppen. Halt. Ja. So, also genau, jetzt das ganze Gemüse rein. Ihr seht das hier von vorne vielleicht noch irgendwie.
Danke auch nochmal an das tolle Technikteam, was uns hier unterstützt. Das will ich auch nochmal sagen, genau. Danke an das tolle Technikteam von der Stubnitz, die uns hier unterstützen mit Video-Support und Sound-Support. Und von unserer Seite auch nochmal, die uns mit ihrer Werkstatt unterstützt haben, mit ihren Angestellten, die zu uns als Freiwillige gekommen sind, die wir, wir haben am Anfang immer 2 Wochen, waren die Leute im Schnitt bei uns an Bord. Mhm. Relativ schnell hat sich herausgestellt, dass sie halt alle Bock hatten und sich innerhalb von 2 Wochen total verschlissen haben. Und ah ja, das ist gefährlich. Da muss man, genau. Da muss man jemanden haben, der Schichtplan macht, ne? Ja, ja, dann sind wir halt wirklich angegangen, haben nach einer Woche den Sonntag genommen, haben sie alle eingebremst und gesagt, den Sonntag wird nicht gearbeitet. Und dann ist die, Alter, es sieht so elegant aus. Kubadix hier. Ich weiß es nicht. Miraculix. Ja. Genau. Kubadix war der, den man immer im Baum festgebunden hat. Ah, stimmt, genau. Ja. Das wäre so dein, mehr so dein, dein nee, bin ich deine Rolle wäre. Dein Spirit, Asterix und Obelix-Typ. So, ne, ich will nichts sagen, aber jetzt am Ende. Ja, genau. Und. Ne, genau, also die haben uns, dann sind wir auch mit unserer Mannschaft dann als Sonntagsausflug, um sie von der Arbeit abzuhalten, haben wir sie alle in ein Auto gepackt und hierher und mal eine schöne Runde übers Boot, übers Schiff. Wie man so schön sagt, cool love is true love, ne? Right, ist Mission Love Line. Mission Love Line ist auch ganz geil. Und jetzt sagt meine Großmutter unter ständigem Umrühren 20 Minuten köcheln lassen, bis das Essen warm ist. Ich habe gerade Deckel drauf, den Spaß. Genau, ich habe gerade zufällig festgestellt, die Pfanne passt ganz gut als Deckel. Das ist luftdicht. Wollen wir da nochmal, es sieht so aus, als könnte die Suppe noch ein bisschen Wasser vertragen, oder? Ja, sieht tatsächlich so aus. Sag mal. Du willst strecken jetzt? Nee, ist zu ist das zu wenig. Hat nichts mit Strecken zu tun, das hat, also wir sind ja schon mit 3 Liter Flüssigkeit, wir kochen ja, das Rezept ist eigentlich für 4 Personen, wir kochen für 16 Personen. Das heißt, ich habe jetzt mal einfach so ein bisschen hochgerechnet. Seitdem wir angefangen haben zu kochen, tropft es jetzt hier auch raus übrigens. Es wird immer besser, ne? Also ich hoffe, da oben auch. Ja. Ich weiß nicht das Tomatenmark vergessen. Vielleicht sind wir abgetaucht, das kann auch sein. Wir haben mal geguckt, ob wir noch die... Ja, sind im Bruder, ja. Ah, das Bullauge kommt rein, ja, ist gut. Ah, ist mein Lieblingswerkzeug, passt. Tuben? Ja. Tuben magst du, ne? Ja, ja. Da kann man draufdrücken, da kommt was raus. Wie viel Kilo dicker Flex habt ihr bis jetzt verarbeitet? Also ich rechne ungefähr Tonnen Kubikmeter, ja, auf jeden Fall. Aber sag mal, wäre einer von euch uns so nett, uns nochmal so 1,5 Liter Wasser zu kochen da? Und eine Flasche Sekt. Und eine Flasche Sekt, am liebsten mit einem Zehnerkreisstreifen drauf. Mach mal Wasser rein da. Da machen wir Wasser rein. Du ja, hier, da Wasser rein. Da weiter. Ja, genau. Weiter reichen, Wasser? Wasser rein machen. Da, hinter dir. Und eine Flasche Sekt brauchen wir auch. Wasser. Die müsste da irgendwo, also falls ihr sie nicht selber ausgetrunken habt. Tja, dann kein Sekt mehr. Ei. Danke, Zizizi. Geil, sehr schön. Bitteschön. Ei. Zurück. Hier der Wasserkocher zurück. Danke sehr. Ich habe 2 verschiedene Schuhe an. Fällt mir gerade mal auf. Ach Quatsch. Doch. Nein, das sind die gleichen. Nein, das sind unterschiedliche. Oder? Da. Das stimmt. Das sind 2 verschiedene Schuhe. Wie schaffst du das, ey? Keine Ahnung. Zu ähnlich. So viel. Bist du da so? Seit 10 Jahren trage ich die gleichen Schuhe. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube, ich habe... Albert, da musst du aufpassen, das ist das LSD. Ja, also so von dem LSD, nein, dem Apfelessig. Ah, geil, danke. Von dem Apfelessig tue ich jetzt maximal noch einen Schuss da rein, oder? Ja, ich habe ein bisschen mehr mitgenommen, weil ich nicht wusste, wie viel es am Ende ist. Okay, also wir haben hier noch Apfelessig. Oh, das muss ich gleich noch auf die Liste mit aufstellen. Ja. Da tun wir jetzt noch, lächeln in die Kamera. Da tun wir jetzt noch so einen kleinen Schuss mal rein. Scheiße. Ich glaube, du kannst, also ich glaube, so ein Viertel Gläschen bei der Menge. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Immer die gleichen. Aber ich glaube, die haben sich halt auch designtechnisch dann von Generation zu Generation das hätte mir auch passieren können, genau. Wo ich dann abgelatscht habe. So, jetzt sollte ihr unterhalten es euch schon noch mit uns, oder? Schöne Frage. So, wir sind 10 Minuten vor Ende, Leute. Also so, und wie üblich schaffen wir das jetzt gerade so vielleicht, dass das Essen fertig ist, ohne dass wir es probieren können in der Sendung. Das tut uns leid. Aber dass die Zubereitung zumindest noch in den Zeitfaktor gepasst hat. Aber die Zubereitung hat komplett in den Zeitfaktor gepasst. Wir lassen es jetzt also noch einmal aufkochen und dann lassen wir es 20 Minuten köcheln. Das mache ich dann ohne Deckel. Das ist ja hier so eine Bordküche, die kann man ja nicht so
Filigran einstellen. Genau. Ne? Und bei der Verkostung ist dann die Kamera schon aus, damit man das Kotzen nicht sieht. Richtig? Das ist ganz lecker, ne? Das überrascht. Hast du das vorher noch nie getrunken? Nee. Nee, also ich trinke, das ist dein erster Sekt Mate? Sehr, sehr viel Mate. Ich hasse Sekt. Das ist ein guter Trick, merk mir das. Ja, es ist, ich habe eh immer irgendwie eine Flasche Mate dabei. Ich trinke halt auch total auf den Kopf beim Sekt trinken. Ich trinke halt auch total ungern Sekt pur. Und wir haben auch mal eine Zeit lang überlegt, weil es tatsächlich so eine jetzt muss ich nochmal Name-Dropping Hafenklang. War tatsächlich immer auf dem Hafenklang, machen wir die Fusion, also wir machen eine Bühne auf der Fusion. Mhm. Wo sich tatsächlich irgendwann Leute gefragt haben, ey, was macht ihr mit dem ganzen Sekt und der Mate? So, also was ist da los bei euch? Wir kippen das zusammen. Und wir kippen das zusammen halt. Ne? Irgendwie es gibt tatsächlich einen Hersteller aus Hamburg, das ist auch aus so einem linken Kollektiv entstanden, glaube ich, Leica Mate heißen die. Die haben es leider nicht hingekriegt, das in Flaschen abzufüllen, so dass es gut schmeckt. Entschuldigung. Ja, ist wahrscheinlich irgendwann sehr, sehr abgestanden. Es schmeckt halt wie Weißwein mit ein bisschen Kohlensäure. Und, also ich meine, das Ding ist ja, Mate schmeckt ja eh so ein bisschen nach Aschenbecher. Je nachdem, welche Marke du nimmst. Wie schmecken deine Aschenbecher? Wie Mate. Woran farbst du immer abends? Aber ganz viele Leute, die Mate nicht mögen, werden genau wissen, was ich meine. Also weil die meiste Kritik über Mate ist echt so, dass Leute sagen, es gibt halt diese Hamburger, es gibt so diesen Hamburger Hersteller, der so diese Cola-Geschichte so ein bisschen aufgerollt hat. Der hat eine Mate, probier die und du weißt genau, was ich meine. Ja, aber das schmeckt wirklich so, als würdest du so. Es gibt diese Mate, das ist die Mate, die halt nach Tee schmeckt. Die schmeckt nach. Genau, die schmeckt eher nach dem Tee. Nach dem. Und der ist ja teilweise auch geröstet, so dieser Tee. Und das schmeckst du da so ein bisschen durch. Und dann gibt's die andere Mate, das sind nämlich so zwei, drei Sorten, die eher nach Limo schmecken. Das stimmt, ja. Und ich bin auf jeden Fall der absolute Limo-Mate-Freund. Ja, wobei diese. Ich habe mich auch versucht, die Mate, die wir hier haben, das ist eher die Limo-Mate auf jeden Fall. Das ist vor allem die süßeste Limo-Mate. Und dann gibt es ja noch diese andere Mate, die auch eher so. Für Clubgänger oder so. Genau. Kein Name-Dropping. War das die, für die wir bei der AfD-Wahl, also hier bei der Hamburger Wahl? Bei der, nee, das waren die anderen Hamburger, die weniger mit Cola zu tun haben, aber auch Mate herstellen. Ja. Die mehr mit Tee zu tun haben. Die schmecken aber noch mehr nach Tee. Weil die sind auch weniger gezuckert, die haben auch manchmal Probleme mit. Da waren, okay, ist halt. Ja. Ich glaube auch. Genau. Es war ganz schön, da waren wir hier gerade in Hamburg in der Werft mit dem Dampfer und das kam über dich, die Connection auch, ne? Ja, immer ein Kollege von mir. Genau. Nach meiner Uhr 8 Minuten, da müsste Karl uns jetzt nochmal eben vielleicht mit Fingern irgendwie was anderes zeigen. Achso, jetzt kommt der Countdown aber, wieder. Der Countdown, dann kann ich mir nämlich schon mal eine Kippe drehen. Ah, ja. Aber nach meiner Uhr haben wir jetzt noch 8 Minuten für alle nikotinabhängigen Leute unter uns. Es wird. Wo sind meine langen Blättchen? Ja, aber gibt's noch irgendwas, was ihr eigentlich so von, also wo ihr sagt, ey, das muss auf jeden Fall jeder vom CCC wissen, das ist irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die, also ich glaube, dass gerade die Leute vom CCC schon viel so auf. Ah, du hast meine Müllsortierung hier nicht. In der Richtung auch denken, und das ist halt genau das, was wir halt versuchen, den Leuten immer so zu vermitteln, wenn man uns so fragt. Warum macht ihr das, was ist so wichtig daran und sonst was, wenn du ein Problem irgendwo siehst, dann überlegst du, wie du das lösen kannst oder mit wem du das lösen kannst, und warte nicht darauf, dass irgendjemand anders es macht. Und also das ist genau dieses, genau, nicht meckern machen, genau das ist so für uns der Kern dieses Projekts. Und ah doch, das, ja, nee, reicht, danke. Ich glaub, ich hatte das auch, das ist ja diese Punk-Geschichte halt einfach. Das ist das, was für uns Punk ist. Punk, genau, hat nichts mit Dosen, Bier oder Iro zu tun. Ja. Das sind Nebenschauplätze, sondern Punk, ja, ist ja sowieso. Das ist ja eh so ein Ding, womit ich auch immer ganz große Probleme habe. Halt, ne? Punk ist nicht. Also Punk das ist keine Punk, Uniform. Das schon auch, genau, Punk ist keine Uniform, sondern Punk hast du im Herzen. So, das, genau, ist halt, das ist halt das Ding. Also du kannst auch mit einer Popper-Uniform irgendwie auflaufen und trotzdem mehr Punk sein, genau, als, exakt, jede andere Lederkutte. Halt, und dann liest ich, guck mich an, immer gut aussehen, geh von meinem Kabel runter. Ja, geh, genau, du von meinem Kabel runter. Ja, aber du hast das richtige T-Shirt dafür an. Ja. Und wir hatten Johannes jetzt schon zweimal an Bord, der uns permanent begleitet hat und uns geile ID, weil wir auch eine Kameraüberwachung an Bord brauchen. Hast nicht gesehen, das Ganze begleitet über den Verein, über Mission Lifeline. Sehr aktiv war, mit dem ich jetzt auch zusammen auf Lanzarote war, um da nochmal aktiv zu werden. Und der halt auch im CCC im Rahmen sehr aktiv ist. Und mehr Punk geht halt nicht, weißt du? Das ist halt
für die existiert kein Wecker, für die existiert keine anständige Küche, wie sie hier existiert, weißt du? Das ist einfach nur, ja. Also ich guck ihn an, ist der asozialste Mensch vor diesem, vor dem Herrn und es macht einfach nur Spaß, ihn mit ihm anzusehen, weil er einfach nur Bock hat, mit dem, was er kann, das Bestmögliche zu bewirken und aber ein kompletter und dabei ein kompletter Eigenbrötler ist und das sagt, ich kann das und ich mache das so wie ich es will und so wie ich das umgesetzt bekomme und dort, wo es hilft. Genau, und wenn es euch nicht passt, Mittelfinger hoch und das ist da. Das heißt, die Quintessenz ist eigentlich, wenn ihr ein Problem habt, dann greift es halt an und wenn ihr nicht wisst, wie, dann schreibt Mission Lifeline. Genau. Ey, ja. Oder wendet euch an Leute, die wissen, wie es geht halt so. Nee, genau, das ist es halt so. Wenn du das Gefühl hast, das, was du kannst, könnte irgendjemandem helfen, dann geh genau zu den Leuten. Ja. Oder fang halt was Eigenes an. Ja, das noch keiner macht, ne? Das ist ja auch das, ne? Können wir auch nochmal ganz kurz Elias grüßen auf jeden Fall. Ne? Hallo Elias. Der uns in der einen Folge, der halt ein U-Boot gebaut hat und auf die Frage halt irgendwie, warum baust du ein U-Boot so irgendwie, weil ich schon immer mal machen wollte. Ja. So, und der halt auch sagt irgendwie, ey, es gibt so viel Wissen da draußen. Gerade in diesem Netzwerk, in dem wir uns befinden, halt, gibt so wahnsinnig viel Wissen und auch Leute, die halt Bock haben, dieses Wissen zu teilen halt irgendwie. Und wenn man eine geile Idee hat, so, trag das nach außen, such dir die Leute, die da Bock drauf haben, die wissen könnten halt, wie es geht. Es gibt halt keinen irgendwie, der sagt so, nö, also sag ich dir nicht. Nö, ich kann das. Die Leute sind halt genau wie bei euch, dass da 100 Leute übers Boot rennen, irgendwie die Bock haben halt irgendwie. Ja, und jeder kennt wieder. Auf welchem Boot hat... Juventa. Genau, auf der Juventa hat, war der ein Jahr lang, Elias war da ein Jahr lang Maschinist. Ich rauche jetzt. Ja, und das ist auch gerade die letzten 5 Minuten. Die letzte Fapse. Ich will jetzt doch mal jetzt rauchen. Zeig doch mal, dass du dich zusammenreißen kannst. Kann ich nicht. Das ist Wahnsinn. Ja, gerade die Juventa ist sind ja noch dann 4 Minuten. Das ist doch perfekt. Genau. Wenn man jetzt über Seenotrettung spricht, ist die Juventa das allerbeste Beispiel, noch ein viel besseres Beispiel, als wir es sind. Wo es wirklich darum ging, da war jemand, der war gerade 20 Jahre alt, hat gerade sein Abi gemacht. Also mache ich jetzt auch mit. Ja, klar. Hat gerade sein Abi gemacht und da war da halt wirklich niemand, der hinten dran steht und hat es mit den Leuten, die er kennt und die auch Bock drauf hatten, komplett alleine gemacht. Und das ist halt so, du siehst es immer wieder und deswegen nochmal, ne, so die Juventa ist, man kriegt gerade, wir jetzt von euch irgendwie so ein bisschen dieses Schulterklopfen immer von uns, aber wir leisten gerade nicht besonders viel. Klar, das ist immer so, wir arbeiten. Naja, ihr habt schon viel Arsch in der Hose, ne? Also das ist schon, ja, ein Ding. Ja, aber das ist im Vergleich jetzt, gerade weil du das Beispiel Juventa gerade angebracht hast, das ist so, das was wir machen ist, wir schwimmen mit und wir bringen das ein, was wir können. Und das ist mit Sicherheit so auf dieser persönlichen Ebene viel, was du einbringst. Gar keine Frage. Aber es gibt so viele andere Leute, die haben in noch viel, viel schwierigeren Situationen noch viel mehr Eigenleistung da reinbringen müssen und ganz auf sich alleine gestellt irgendwie. Und da denke ich mir halt immer, und das ist der Punkt, wo man dann irgendwann sagen muss, wenn du siehst, wie viele Leute komplett alleine schon große Dinge geschafft haben, dann wirst du mit dem bisschen, was du kannst, wenn du das gerne möchtest, das irgendwie einbringen können und für einen Zweck, der anderen Menschen was bringt. Genau. Und da kann, glaube ich, jeder sich jeden Abend immer wieder die Frage stellen, was kann ich mit dem, was ich kann, für eine bessere Welt tun? Und wenn es nur ein bisschen ist. Genau. Bei uns ist es vielleicht nicht das ganz kleine bisschen, sondern irgendwie so ein mittleres bisschen. Aber das ist jetzt nichts irgendwie, worauf man super, super stolz sein muss, sondern es ist einfach nur das, du hast die Gelegenheit gehabt. Und das ist ja das, worum es bei uns am Ende ging. Wir hatten eine Gelegenheit und wir haben einfach nur gesagt, okay, wieso sollten wir jetzt Nein sagen? Wir machen es einfach. Und so solche Gelegenheiten muss man sehen, die muss man vielleicht ein bisschen sehen lernen. Das ist vielleicht das kleine bisschen, was man... Ja, das ist halt so, was man halt auch meinte, halt, ne, klein, also im kleinen Wohnen oder im kleinen Leben, aber groß denken können. Halt, genau. Ne? Und das ist halt ein Schritt, den vielen, glaube ich, auch wahnsinnig schwer fällt. Halt, du musst es sehen, lernen und wollen. Genau. Genau. Und dein Standing halt ein bisschen hinterfragen und zu gucken halt irgendwie, wo stehe ich, was sind meine Möglichkeiten und wie gut stehe ich eigentlich da und wie viel kann ich davon geben. Genau. Halt. Und das Ausmaß ist am Ende egal. Ja. Ob du sonntags in der Suppenküche... Nein, stopp, hör auf! Wenn ihr einen super abschließenden Satz so, Leute, Alter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bremse!
Dank. Wir unterhalten uns noch ein bisschen weiter hier irgendwie so. Wie unser Essen aussieht, könnt ihr euch bei Instagram angucken oder auf Facebook. Dann komm einmal zum Finale noch. Komm. Tolle Gäste wart ihr. Danke, dass ihr da wart. Irgendwie, danke für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht. Fazit, bist du zufrieden? Absolut, ja. Absolut. Ja, du hast sehr gut. Ihr habt zu viel angefangen zu rauchen, das fand ich scheiße, aber. Achso, ja, er hört auf zu rauchen, das ist echt schlecht. Ja, ja. Sehr gut. Nur wenn ihr trinkt. Aber genau, trinkt, wenn dann nur rauchen, wenn ihr trinkt. Unterstützt eure Bars, wenn sie wieder aufmachen können und raucht ordentlich und trinkt. Genau. Super, danke, tschüss. Ciao. Das war's.